Haben Philosophen eigentlich Familie und Kinder? Selten, aber Der Augustinus, Kirchenvater? oh, der Nee, hat ne? ein ganz wildes Leben geführt. Der zog mit seiner Lebensgefährtin von Afrika nach Norditalien, zeugte einen gemeinsamen Sohn, war Philosoph, Neuplatoniker, Manichäer, Gnostiker, all die alten Geheimkulte aus Griechenland, Horoskope inklusive. Sein Vater hat ihn wahrscheinlich draufgebracht, war ein sogenannter Heide. Ist doch okay. Ja, pass auf, dann kam ihm seine Mutter nachgereist. Ja, eine überzeugte Christin und sagte, seine Partnerin wäre nicht standesgemäß und er soll sie nach Afrika zurückschicken, sich lieber mit einem wohlhabenden christlichen Mädchen verheiraten und Mama hatte schon alles arrangiert. Oh Gott, so eine böse Schwiegermutter wünsche ich niemandem. Und ist er eingeknickt? Ja, er ist eingeknickt. Frau weggeschickt, Sohn behalten. Und während er darauf wartete, dass seine Verlobte heiratsfähig wurde, lebt er mit einer anderen Frau zusammen. Ein richtiger Herzensbrecher, der Augustinus. Aber pass auf, jetzt kommt's. Plötzlich hat er ein Erweckungserlebnis, ja? Und er beschloss, sein ganzes Leben umzukrempeln. Na, also keine Ehe, kein Sex, keine öffentlichen Ehrenreden auf den Kaiser mehr. Und das war total hart für ihn, weil damit hat er sein Geld verdient. Und dann wurde er Bischof. Ja, verdammte fortan die Horoskope und alles Heidnische. Aber das Neuplatonische, so, das hat er immer noch so ein bisschen in seine Werke reinspielen lassen. Blieb dem Leiblichen gegenüber also ablehnend? Na, weil das Leibliche auch vergänglich ist. Also dieses Rätsel mit der Zeit, was er da beschreibt, das kann einen schon irre machen. Mich vielleicht nicht. Probier mal. Also, wenn du dir einen Augenblick vorstellst, ja, meinetwegen den in 10 Sekunden, ne? Der ist jetzt noch Zukunft, also eigentlich noch gar nicht da. Okay, weiter. Und dann kommt da langsam der Augenblick, jetzt ist er noch nicht da, aber jetzt! Oh mein Gott, hast du mich erschreckt. Ja, Puh. jetzt ist er da und das war's. Das ging aber schnell. Jetzt kannst du dich noch dran erinnern, aber da ist er nicht mehr, der Augenblick. Und während du dich noch erinnerst, ja, da vergehen schon die nächsten Augenblicke, die du überhaupt nicht mitkriegst. Nicht so schnell, das kriege ich ja gar nicht mit. Und das läuft unser ganzes Leben lang so, ja, immer nur Vorausschau und Erinnerung und dazwischen so dieses kleine bisschen Gegenwart. Ich kann das gar nicht richtig festhalten. Du versuchst zu meditieren, nicht wahr? Erzähl mir nichts. Naja, du hast nachgedacht, dabei ganz von dir und abgesehen und versucht, die reine Gegenwart zu erreichen. Das geht schon in die Richtung. Ja, stimmt, ich habe nachgedacht. Siehst du? Über Augustinus und seine böse Mutter, die Schwiegermutter, also die böse. Und weißt du, der hätte das mit der ganzen Meditation doch auch mit seiner lieben Frau machen können. Und mit seinem lieben Sohn. Naja, er wurde halt Kirchenvater, da war so die ganze Christenheit seine Familie. Aber eigentlich hast du recht. Augustinus widmet sich einem Problem, das während des gesamten Mittelalters wichtig blieb, der Frage nach dem Verhältnis von Glauben und Vernunft. Nach Augustinus ist der Glaube der Vernunft zwar übergeordnet, kann ohne sie aber keine Erkenntnisse gewinnen. Da Gott der Schöpfer von allem ist, können wir in allen Dingen auch die Spuren des Schöpfers finden und ihn dadurch vage und indirekt erkennen. Die Dreiteilung Gottes, das heißt die Trinität, findet sich zum Beispiel auch in der menschlichen Seele als Aufteilung in das Gedächtnis, den Willen und die Einsicht. In unserem Modell zeigen die drei Linsen im Dreieck die Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiligen Geist dadurch, dass sich diese ineinander spiegeln. Nur weil von der göttlichen Dreifaltigkeit Erleuchtung und Liebe ausgehen, kann der Mensch mit Erkenntnis und Gegenliebe antworten. Im Modell wird diese Wechselwirkung durch die Pfeile zwischen dem göttlichen Dreieck und dem menschlichen Kopf symbolisiert. Der Mensch trägt das Abbild der Trinität in der Seele. Während der Mensch sich hinauf bis zur Ewigkeit streckt, steht er mit den Füßen in der Zeit. Denn der Mensch als zeitliches Geschöpf steht in der Welt der Vergänglichkeit. Augustinus
beschäftigte sich sehr intensiv mit dem Begriff der Zeit, was an seinem berühmt gewordenen Zitat ersichtlich wird. Was also ist die Zeit? Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich es. Wenn ich es Fragenden erklären will, weiß ich es nicht. Der Mensch, der die Zeit unmittelbar empfindet, sucht nach Vergleichen, um dieses Erleben zu beschreiben und zu erfassen. Unser Modell verdeutlicht die Eigenschaften der Zeit durch Analogien zum Raum. Aufgrund seiner Ähnlichkeit mit der äußeren Erscheinung eines Insektes wird das Modell Zeitinsekt genannt. In seiner Mitte befindet sich der Zeitpfeil, der das Kontinuum symbolisiert, mit dem das Individuum die Zeit erlebt. Die Vergangenheit stellt sich dem Menschen als abgeschlossener, verdichteter Raum dar. Er umfasst sowohl die erinnerbare Realität als auch die nicht realisierten Möglichkeiten in der Vergangenheit. Die Gegenwart veranschaulicht das Zeitinsekt einerseits durch einen Knotenpunkt, eine Verdickung im Erleben des Individuums, andererseits durch eine Scheideebene, welche die Vergangenheit von der Zukunft trennt. Die Zukunft zeichnet sich dem erlebenden Ich als ein Raum der Möglichkeiten ab. Unser Modell stellt die noch nicht realisierten Handlungs- und Ereignisvarianten als Strahlen dar, die in verschiedene Richtungen des Raumes frei hineinragen. Während Gott außerhalb von Raum und Zeit steht und es für ihn keinen Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gibt, bleibt unsere menschliche Bewältigung der Zeit mittels Prozessen der Erinnerung und Erwartung nur ein schwaches Abbild dieser Ewigkeit. Das Lebensrad zeigt immer nur den Spalt der Gegenwart. Vergangenheit und Zukunft sind nicht, sie sind im Dunkel. Aber der Erstreckung unseres Geistes gelingt es, die vielen Augenblicksspalten zu ganzen Bildern zusammenzufügen, wie wir uns am Modell selbst überzeugen können. Im Denken des Augustinus findet die Begegnung des jungen Christentums mit der griechischen Philosophie ihren ersten Höhepunkt. Aurelius Augustinus wurde 354 in Tagaste im heutigen Algerien als Sohn eines heidnischen Vaters und einer christlichen Mutter geboren. Als Lehrer der Rhetorik wirkte er in Karthago, Rom und Mailand und fand erst relativ spät im Christentum eine Befriedigung seiner Wahrheitssuche. Das Ringen mit der Offenbarungsreligion des Manichäismus, mit der Skepsis und dem Neuplatonismus einerseits und sein später als ausschweifend empfundenen Lebensstil andererseits beschreibt er in seinem Werk Bekenntnisse, ebenso wie seine Bekehrung zum Christentum. 387 wurde Augustinus getauft und 395 in Hippo in Nordafrika Bischof, wo er 430 während einer Belagerung der Stadt durch die Vandalen verstarb. Aus der großen Menge seiner Schriften sind neben den Bekenntnissen vor allem über die Trinität und über den Gottesstaat zu nennen. Augustinus übernimmt vom Neuplatonismus das Grundschema der Entgegensetzung von Geist und Welt, einschließlich der Abwertung alles Weltlichen. Allen Ideen des Augustinus liegt ein radikaler Schöpfungsgedanke zugrunde. Gott allein hat die Welt geschaffen. Dies unterscheidet ihn von seinen antiken Vordenkern, bei denen Gott Weltbildner und Ordner des Chaos war, der mit einer vorgefundenen Materie arbeitet, die er nicht selbst erschuf. Für Augustinus jedoch ist die Allmacht Gottes uneingeschränkt. Trinität, Dreifaltigkeit, das habe ich nie begriffen. Das ist doch ganz einfach. Gott ist Vater, Gott ist Sohn und Gott ist Heiliger Geist. Das ist doch erstmal eine theologische Denkfigur. Musst du zugeben. Die Philosophen mussten erst dran, als klar wurde, wie schwierig es ist, drei in eins zu denken. Dreiergruppen gibt es ja viele. Aller guten Dinge sind drei, sagt man auch. Vater, Mutter, Kind. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Anfang, Mitte, Ende. Und überhaupt die Dreiecke. Alle guten Dinge sind drei. Länge, Breite, Höhe. 3D-Kino, das mit den Brillen. Aber ich glaube, wir schweifen ab. Die Philosophen wollten jedenfalls aus dieser Zahl das rausholen, was sich ihnen auch ganz unabhängig von der Theologie anbot.
Das ist doch aber wirklich schwer zu denken, sowas wie ein allmächtiger Schöpfergott. Dann ein einzelner Mensch, den sie auch noch gekreuzigt haben, und dann dieser Heilige Geist, der die Leute begeistert, zumindest manchmal, aber nicht verlässlich. So heißt es doch, der Geist weht, wo er will. Der Geist, das ist die Taube. Ja, die aus der Bibel. Und die drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, so verschieden wie die sind, sollten die wirklich eins sein? Um so zu denken, da braucht es wirklich einen richtigen Philosophen. Es gab sogar viele Philosophen, die meinten das alles unterschiedlich. Wo der Vater mit dem Sohn und wie der Heilige Geist. Das ist doch alles relativ, je nach Kirche. Tja, und stell dir vor, manche dieser großen Denker wollten sie sogar beweisen, die Trinität. Wie soll das denn gehen? Der Scholastik ging die Patristik voran, die Zeit der Kirchenväter mit Augustinus und Dionysos Areopagita. Die Scholastiker werteten die Rolle der Vernunft auf. Ihren Namen verdankt die Scholastik einerseits der zunehmenden Bedeutung der Kloster-, Dom- und Hofschulen, andererseits entwickelte sich eine schulmäßige Methode der Abwägung und des Vergleichens, in der man das antike philosophische Erbe zu erlernen und mit dem christlichen Glauben zu vereinbaren suchte. Die dialektische Arbeit am Gottesbegriff ist dabei eines der Hauptthemen. Johannes Scotus Eriogena wurde 810 geboren und lebte zur Zeit der karolinischen Renaissance, in der Karl der Große mit vielen Schulgründungen für einen Aufschwung des geistigen Lebens sorgte. Ein Teil seiner Schriften wurde später verboten. Johannes Scotus bewegte sich auf den neuplatonischen Wegen. Der ewige Hervorgang allen Seins aus Gott hat 4 Stufen, die allerdings nicht in zeitlicher Abfolge gesehen werden dürfen. Die erste Stufe kennzeichnet die ungeschaffene und schaffende Natur. In ihr ist Gott vor allem anderen und kennt sich selbst noch nicht. Sie wird der ersten Person, dem Gottvater, zugeordnet. Die zweite Stufe steht für die geschaffene und schaffende Natur, das heißt für die Welt der Ideen in Gott, in der Gott sich selbst ewig selbst erkennt. Sie wird der zweiten Person, dem Gott Sohn, zugeordnet. Die dritte Stufe beschreibt die geschaffene und nicht schaffende Natur, die Welt der räumlich und zeitlich erscheinenden Geschöpfe. Sie ist der dritten Person, dem Heiligen Geist, zuzuordnen. Die vierte Stufe umfasst die ungeschaffene und nicht schaffende Natur und folglich Gott, zu dem alles Geschaffene zurückkehrt, um in ihm zu ruhen und nicht mehr auszugehen. Sie ist das Endziel der Schöpfung. Gott und Natur sind ein und dasselbe, denn der dreieinige Gott ist die Substanz aller Dinge. Im heraufbrechenden Universalienstreit über die Frage, ob Allgemeinbegriffe selbstständig existieren oder bloße Namen sind, vertritt Johannes Scotus den Realismus. Die Allgemeinbegriffe, also die Universalien, bestehen tatsächlich. Sie sind nicht bloß ein Konstrukt im menschlichen Geist. Der 1050 geborene Rosselin gilt als Hauptvertreter der Gegenposition des Nominalismus. Die reale Existenz der Allgemeinbegriffe wird bestritten. Sie sind nur Namen im menschlichen Geist. Lediglich die Einzeldinge existieren. Diese These, konsequent auf die Trinitätslehre angewendet, bedeutet, dass Gott aus 3 selbstständigen göttlichen Wesen besteht. In unserem Modell wird dies durch die 3 unverbundenen Kreise dargestellt. Die Kirche verurteilt diese Haltung jedoch. Mit seinem ehemaligen Schüler Abélard führte Rosselin Auseinandersetzungen in erstaunlicher Härte und Feindschaft. Peter Abélard wurde 1079 geboren und vertrat eine vermittelnde Position. Die Allgemeinbegriffe sind Urbilder der Dinge im göttlichen Geist selbst. Sie sind in den Dingen selbst verankert und sie sind im Geist der Menschen, der sie durch Abstraktion bildet. Die göttliche Trinität legt Abélard mit den Lehren der griechischen Antike aus. Gott Vater ist die Macht, das Ureine. Gott Sohn ist die Weisheit, der Logos. Der Heilige Geist als der liebende Wille Gottes entspricht der platonischen Weltseele.
Mit drei verschiedenen zeitlichen Phasen brachte der 1145 geborene Joachim von Fiore die Trinität in Verbindung. Diese drei Zeitalter sind in unserem Modell von links nach rechts dargestellt. Das Alte Testament ist die Zeit des Vaters. In ihr regiert das Gesetz und die Furcht davor. Das Neue Testament ist die Zeit des Sohnes. In dieser Phase herrscht die Kirche und es ist eine Zeit der Sühne und Gnade. Die dritte Zeit ist schließlich jene des Heiligen Geistes, eine Zeit der Liebe, die Joachim als unmittelbar bevorstehend ansah. In ihr regiert die Liebe in der Freiheit aller. Kirche und Institution sind nicht mehr notwendig. Joachims Lehre wurde zum Prototyp der Heilslehre, die paradiesische Zustände schon in dieser Welt herbeiführen wollten. Ungeachtet seiner Bezeichnung als Erzketzer zählt Joachim von Fiore bis auf den heutigen Tag zu den katholischen Seligen. Sein Gedenktag ist der 29. Mai. Der berühmteste Denker der Frühscholastik ist Anselm von Canterbury. Er erblickte 1033 das Licht der Welt und hatte den Anspruch, den Glauben und die Existenz Gottes allein aus der Vernunft herzuleiten. So kam er zu seinem berühmten ontologischen Gottesbeweis. Jeder Mensch versteht unter dem Begriff Gott etwas, über das hinaus wir uns nichts Höheres denken können. Darin unterscheidet er sich von den unvollkommenen Dingen der Welt, die klein, unrein, unheilig und verschieden sind. Der Begriff Gottes aber existiert in menschlichem Verstand als das absolut Größte und Vollkommenste, Reinste und Heiligste. Daraus ergibt sich für Anselm von Canterbury die Schlussfolgerung, wenn Gott im Verstand existiert, muss er auch in der Wirklichkeit existieren, denn würde er nur in unserer Vorstellung existieren, würde dem bloß vorgestellten Gott etwas zur Vollkommenheit fehlen, nämlich das Sein, die Realität. Dies zeigt in unserem Modell die eine unvollkommene Ebene, die diesen nur gedachten Gott hindert, real zu sein. Denn etwas, das in Wirklichkeit existiert, ist vollkommener als etwas, das wir uns lediglich vorstellen. Gott als das denkbar Größte kann es an nichts mangeln, also muss er auch real sein. Obwohl dieser eigentümliche Gottesbeweis schon zu Anselms Lebzeiten sehr umstritten war, griffen ihn Denker bis in die Neuzeit immer wieder auf, zum Beispiel Descartes und Leibniz. Neben der Bestimmung der innergöttlichen Verhältnisse ist der Gottesbegriff auch von seiner Beziehung zur Welt geprägt. Sie ist bei den meisten Autoren dieser Zeit von schroffer Gegenüberstellung im augustinischen Sinne gekennzeichnet. Es gibt aber auch pantheistische Ansätze, die Gott und die Welt in eines setzen. So sind beispielsweise für Almalrich von Bene Gott und die Welt der Geschöpfe ein und dasselbe. Gott ist die Vielheit aller Formen. Die Trinität ist in unserem Modell in einem gemeinsamen Kreis zusammengefasst, ebenso wie bei David von Dinant, der Gott und die Prima Materia in eins setzte. Die Kirche nahm diese pantheistischen Systeme jedoch nicht hin, zumal sie von sozialen Bewegungen zur Begründung ihrer gesellschaftspolitischen Forderung, zum Beispiel der Abschaffung des Eigentums und der weltlichen geistlichen Hierarchie, benutzt wurden. Ohne die Araber geht gar nichts. Tja, alleine wegen dem Öl. Das war schon im Mittelalter so. Im finsteren Mittelalter? Ohne die Araber hätte man damals von den alten Griechen kaum was gewusst, von deren Philosophie und Wissenschaft. Naja, die gläubigen Christen schrieben immer nur die Bibel ab. Mehr machten die auch nicht. Erst von der Übersetzung ins Griechische, ins Arabische, dann weiter ins Lateinische. Der Weltsprache damals, so wie jetzt das Englische. Mhm. Aber sag mal, war es denn im Islam einfacher als im Christentum, sich mit der heidnischen Philosophie zu beschäftigen? Oh nein, die muslimischen Philosophen hatten genau solche Schwierigkeiten, waren wie die christlichen Philosophen oft als Ketzer verschrien und wurden angeklagt. Weswegen denn? Zum Beispiel hat der Averroes im Anschluss an Aristoteles gelehrt, dass in der Ewigkeit nicht die einzelnen Seelen existieren, sondern wir alle eine gemeinsame Seele wären, ohne individuelle Unterschiede. Denn alles Individuelle sei sterblich. Oh weh,
Ich weiß auch nicht, ob mir das gefallen würde. Alle eins? So ganz ohne Unterschied? Aber es geht ja nicht darum, was einem gefällt, sondern wie man sich überhaupt denken kann, dass es nach dem Tod des Körpers etwas gibt. Wenn überhaupt was kommt. Na, irgendwas kommt sicher. Aber ob es für einen selbst kommt oder ob man ich, du, er, sie, es dann überhaupt noch unterscheiden kann, wer soll das schon sagen? Mich gruselt es. Den damals auch. Deshalb wollten sie es unbedingt wissen. Also ich würde schon gerne ich selber bleiben. Davon ging die offizielle Theologie auch aus. Schon allein, weil sonst das ganze Prinzip mit Himmel für die einen, Hölle für die anderen im Grunde nicht funktioniert. Verstehe. Der Averroes dachte nicht so elitär. Meinte, die ganzen Toten kommen in einen Kochtopf. Sozusagen. Und dann wird umgerührt. Nix Extrawurst für der eigenen Religion. Obwohl ich persönlich... Ja? So eine Extrawurst mit Senf und Soße wäre nicht schlecht. Die christliche Scholastik wäre ohne die Leistung der arabischen Philosophen undenkbar. Einerseits bewahrten und überlieferten sie die griechische und besonders die aristotelische Philosophie. Andererseits setzten sie als Ärzte, Naturwissenschaftler und streng monotheistische islamische Philosophen gesonderte Akzente. Kennzeichnend ist für die meisten die Verbindung von aristotelischen und neuplatonischen Ideen. Al-Farabi wurde 875 geboren. Seine philosophische Bildung erwarb er in Bagdad. Später ging er nach Aleppo und Damaskus. Al-Farabi lehrte, dass die materielle Welt ewig sei, worin sich ein aristotelischer Gedanke widerspiegelt. Neuplatonisches Gedankengut findet sich bei ihm in der Ansicht, dass aus Gott sogenannte Intelligenzen entströmen, die zugleich die Himmelssphären bewegen, sich selbst denkend ihres Ursprungs bewusst sind und sekundäre Ursachen für das weltliche Geschehen darstellen. Aus dem Überfluss des vollkommenen Einen, also aus Gott, strömt eine ursprüngliche Intelligenz aus, die wiederum eine zweite Intelligenz, eine zweite Sphäre ausstrahlt. Dieses Hervorgehen verschiedener Seinsebenen aus dem göttlichen Einen setzt sich als Kette bis zur 10. Intelligenzstufe fort. In unserem Modell ist die Emanation der Intelligenzen dargestellt, von der äußeren Sphäre als der ersten Intelligenz nach innen bis zur Mondsphäre, welche die Erde umschließt und für die Entstehung unserer materiellen Welt verantwortlich ist. Obwohl aus Gott hervorgegangen, ist die Materie ewig. Dieser 10. Intellekt ist mit dem aktiven Intellekt verbunden. Dieser bildet die Grundlage der Seele. Ebenso vereinigt der aktive Intellekt den Menschen direkt mit der Vernunft. Die mystische Begegnung des Sufismus findet ebenso in seinem Werk Widerhall. So heißt es über die Ekstase im Buch der Ringsteine: In deinem Leibe bist du dann, als wärest du in der Weite des Himmelsreiches. Avicenna, dessen arabischer Name Ibn Sina war, erblickte im Jahre 980 das Licht der Welt. Er galt vor allem als Arzt im christlichen Mittelalter als eine Autorität und wurde neben Hippokrates und Galen sogar bis ins 16. Jahrhundert hinein als medizinische Fachgröße angesehen. Avicenna schrieb mehr als 100 Bücher über fast alle Themen, die Aristoteles einst behandelte. Nach eigenem Bericht hatte er die Metaphysik des Aristoteles 40 Mal gelesen und schon fast auswendig gekonnt, bevor er ihren Sinn vollkommen erfasste. Er gab schon 100 Jahre vor dem Philosophen Abélard eine gemäßigte Antwort auf die Universalienfrage. Nach Avicenna entwirft der göttliche Geist die Allgemeinbegriffe. Ebenso haben sie Anteil an der Existenz von Einzeldingen. Die Allgemeinbegriffe sind ferner im menschlichen Verstand als abstrakte Ideen vorhanden. Die beiden Kreise in unserem Modell zeigen die Unterscheidung von Essenz unten und Existenz oben, also von So-Sein und Dasein.
Sie verhalten sich wie die Möglichkeit zur Wirklichkeit. Das untere Spiegelbild zeigt das materielle Wesen einer Schnecke und ihre spezielle Form. Ihr Dasein aber erschließt sich erst im oberen Kreis, indem wir durch Tasten erfahren können, dass wirklich etwas da ist, während wir im unteren Kreis ins Leere fassen würden. Das Verhältnis von Stoff und Form verstand Avicenna so, dass im Stoff die Möglichkeiten der Form bereits enthalten sind. Avicenna verweist dabei auf die besondere Einheit Gottes. Gott ist in seiner Ungeteiltheit das einzige Wesen, in dem Essenz, also was er ist, und Existenz, also das er ist, ein und dasselbe sind. Bei jedem anderen Wesen ist es möglich, dass es in Stoff und Form 100%ig definiert ist, jedoch muss es deswegen noch nicht tatsächlich existieren. Gottes Wesen umfasst aber zugleich seine Existenz. Gott sei notwendig an sich, alles andere Sein ist nur bedingt notwendig durch anderes. Averroes, auch Ibn Rushd genannt, kam 1126 zur Welt. Er wurde als der Übersetzer und Kommentator des Aristoteles in Europa bekannt. Er studierte Philosophie, Theologie, Jurisprudenz, Mathematik sowie Medizin und wurde Leibarzt des Kalifen Abu Yaqub Yusuf. Nach 1195 wurde Averroes angeklagt, die Philosophie im Gegensatz zum orthodoxen Islam zu betreiben. Infolgedessen verwies man ihn des berberischen Hofes und verbrannte seine Schriften. Kurz vor Averroes Tod im Jahre 1198 holte ihn der Kalif jedoch an seinen Hof zurück und hob alle Maßnahmen gegen den Philosophen auf. Averroes sah keinen Widerspruch zwischen der Philosophie und der Offenbarungsreligion. Averroes entwickelte den Monopsychismus, der Aktive, die Formgebende und der Passive, die Form und Erkenntnisse aufnehmende Intellekt sind nach Averroes für alle Menschen derselbe. Der als unsterblicher Menschengeist, allen Menschen gemeinsame, aktive Intellekt wird durch die große Glaslinse dargestellt. Der passive, potenzielle Intellekt verwirklicht sich im Menschen zum erworbenen Intellekt. Dieser ist ebenso wie die sensitive und die vegetative Seele jedem einzelnen Menschen persönlich zugeordnet. In unserem Modell wird dies durch die kleinen Glaskörper in den menschlichen Silhouetten veranschaulicht. Diese persönlichen Seelenteile sind, zusammen mit dem Körper, allesamt sterblich. Der einzelne Mensch gelangt somit nur durch den gemeinsamen Intellekt zur Unsterblichkeit. In der Ewigkeit sind wir alle eins. Ob es Engel gibt? Wenn wir eine Seele haben. Und haben wir eine? Ja, wenn es einen Gott gibt. Und was ist, wenn man nicht an Gott glaubt? Oh, also, wenn es ihn gibt, dann dürfte ihm das doch vollkommen egal sein, oder? Also denke ich schon. Hauptsache, dass wenn es ihn gibt, wir ihm nicht egal sind. Ja, dann passt er auf unsere Seele auf. Wenn es die gibt. Ja, und wenn es die gibt, dann gibt es auch die Engel. Im Traum ist mir mal einer erschienen. Ah, toll. Und wie sah der aus? Wie Licht. Ah, also dann war es ganz bestimmt einer. Du hast wohl auf alles eine Antwort. Ja, wenn man mich fragt, dann schon. Ja, doch. Aber beweisen, also, dass es so ist, kannst du nicht. Also das konnte Hildegard von Bingen auch nicht. Ja, also, glaubte man ihr trotzdem? Ja, was die Engel betrifft, schon. Ja. Ich möchte auch einmal Engel sein. Bleib lieber hier auf Erden. Also, bitte. Ein bisschen. Nur nachts, darf ich? Ja, aber nur, wenn du mich in meinen Träumen besuchst. Versprochen. Ah. Hildegard von Bingen sah sich zwar nicht als Philosophin, doch lässt ihr umfassendes Lebenswerk die Annahme zu, dass sie eine Liebe zur Weisheit hatte. Sie war nicht nur Äbtissin des Benediktinerinnenklosters Rupertsberg bei Bingen, sie wirkte auch in der Kirchenpolitik. Ebenso pflegte Hildegard von Bingen Kontakte mit vielen Größen ihrer Zeit, dichtete und komponierte Gesänge,
schrieb als Medizinerin über Ernährung, Pflanzenheilkunde, Tiere, Steine und das Wesen der Elemente. Aber allem voran war sie Mystikerin. Hildegard von Bingen wurde im Rheingau als 10. und letztes Kind adliger Eltern geboren. Sie kränkelte oft. Mit 8 Jahren brachten ihre Eltern Hildegard ins Kloster und vertrauten sie Jutta von Spanheim zur religiösen Erziehung an. Ihre Vision, die sie einst als Kind noch ganz unbedarft erzählt hatte, lernte sie bald für sich zu behalten. Ihr Erstlingswerk Scivias »Wisse die Wege« begann sie erst zu schreiben, als sie in einer längeren Vision dazu aufgefordert wurde. Es wurde 1147-48 Gegenstand einer Synode in Trier. Der berühmte Mönch und Mystiker Bernhard von Clairvaux selbst forderte Papst Eugen III. Auf, Hildegards göttliche Vision durch seine Autorität zu bestätigen. 1147 erhielt Hildegard vom Papst Eugen III. Die Erlaubnis zur Veröffentlichung ihrer Vision. 2012 sprach Papst Benedikt XIV. Hildegard von Bingen heilig und ernannte sie zur Kirchenlehrerin. In dem bereits erwähnten Werk Scivias, »Wisse die Wege«, beschreibt Hildegard die Hierarchie der Engel von außen nach innen, im Gegensatz zu der damals üblichen Darstellung von unten nach oben. Bald nach der Niederschrift ihrer letzten Vision sind von einem unbekannten Künstler die 35 Miniaturen des sogenannten Scivia-Kodex entstanden, wovon sich eine auf diese Engelsvision bezieht und Vorbild für unser Modell ist. Das Modell ist eine räumliche Umsetzung der Miniatur zu den 9 Engelschören. Eine 9-teilige Ordnung der Engel legte bereits der unbekannte christliche Schriftsteller Pseudo-Dionysius 490 nach Christi in seinem Werk über die himmlische Hierarchie dar. Pseudo-Dionysius trägt darüber hinaus die Bezeichnung Pseudo-Dionysius Areopagita, weil er die Identität von Dionysius Areopagita in Anspruch nahm, der dem Areopag in Athen beisaß. Seine Engelshierarchie diente als Vorlage für ein Aufsteckspiel in unserer Lernwerkstatt. Entsprechend der Einteilung von Pseudo-Dionysius befinden sich oben die Seraphim, darunter die Cherubim und die Throne. Dem folgen in der Mitte die Herrschaften, die Mächte sowie die Gewalten. Die dritte und unterste Ebene bilden die Urengel, auch Fürstentümer genannt, die Erzengel und schließlich die Engel. Ähnlich beschrieb Hildegard von Bingen die Ordnung der Engel. Ich sah in der Höhe der himmlischen Geheimnisse 2 Reihen erhabener, in großer Herrlichkeit leuchtender Geister. Die in der ersten Reihe waren an der Brust beflügelt und hatten Gesichter wie Menschen, in denen wie in einem ungetrübten Wasserspiegel Menschenantlitze sichtbar wurden. Die in der zweiten Reihe hatten ebenfalls Flügel an der Brust und menschliche Gesichter. Außerdem leuchtete in ihnen wie in einem Spiegel das Bild des Menschensohnes auf. Weiter konnte ich weder bei ihnen noch bei den ersten die Gestalt nicht unterscheiden. Die beiden Reihen schlossen sich in Kranzform um 5 andere Reihen. Von diesen hatten die Geister der ersten Reihe wieder Antlitze wie Menschen und von der Schulter an abwärts erstrahlten sie in hellem Glanz. Die in der zweiten Reihe standen da in so lichter Klarheit, dass ich sie nicht anzuschauen vermochte. Weißem Marmor gleich erschienen die Geister der dritten Reihe. Sie hatten Häupter wie Menschen und über ihnen schwebten Feuerflammen. Eine eisenhaltige Wolke umhüllte von der Schulter an abwärts ihre Gestalt. Die Geister der vierten Reihe hatten menschliche Gesichter und Füße. Auf ihrem Haupte trugen sie einen Helm und waren mit marmorgleichen Tuniken bekleidet. Die in der fünften Reihe endlich hatten gar nichts Menschenähnliches, sondern erglühten wie das Morgenrot. Weiter konnte ich von ihrer Gestalt nichts wahrnehmen. Doch auch diese 5 Reihen schlossen sich, wieder in Form eines Kranzes, um noch 2 andere Reihen. Die der ersten Reihe waren voller Augen und Flügel. Aus jedem Auge schaute wie aus einem Spiegel ein Menschenantlitz. Und die Schwingen waren wie zum Fluge in die himmlischen Höhen erhoben. Die Geister der zweiten Reihe brannten wie Feuer. Sie hatten sehr viele Flügel. Und auf diesen erschienen wie in einem Spiegel die Sinnbilder aller Rangstufen der verschiedenen Stände in der Kirche. Weder bei diesen Geistern noch bei den ersteren konnte ich weiteres von ihrer Gestalt erkennen.
Alle diese Reihen kündigten in jegliche Art von Musik und nie gehörten Harmonien das wundervolle Wirken Gottes in den heiligen Seelen, um dessen Willen sie Gott hoch verherrlichten. Und wiederum hörte ich die Stimme vom Himmel. Sie sprach: Gott hat jedem Geschöpf nach seinem Willen wunderbar seine Aufgabe gesetzt. Die einen hat er der Erde, die anderen dem Himmel zugewiesen. Er hat auch die seligen Engel zum Heile der Menschen und zur Ehre seines Namens berufen. Gott als höchstes Wesen ist bei Hildegard also innen zu suchen, als gestaltloses Zentrum. Um dieses herum sind von innen nach außen die Chöre der Seraphim und Cherubim, dann Throne, Herrschaften, Mächte, Gewalten, Fürstentümer, Erzengel und schließlich der Engel angeordnet. Die entstehende Grundgestalt erinnert sowohl an das Planetensystem wie auch an das Bohrsche Atommodell. Psst. Schon mal von Kabbala gehört? Nicht weitersagen. Ist eine Geheimlehre. Es stammt von Madonna. Aber original soll die auf Moses zurückgehen. Oder weiter noch Adam und Eva, vielleicht sogar Hermes Trismegistos. Ist das nicht ein US-amerikanischer Rapper? Keine Ahnung. Dreimal großer Hermes heißt das. Auf Deutsch. 12. Jahrhundert, jüdisch-christlich. Dann ist kein Rapper. Meinst du? Mit Rapper kenne ich mich aus. Eminem, 50 Cent, Peter Fox. Bin Hermes Trismegistos. Bin dreifach schlau, ihr wisst es. 10 Kugeln Weisheit gibt es. Kabbala, Kabbala. Weisheit der Welt verbirgt es. Ist ein schiefer fünffach rein. Weil Trismegistos nicht Tess, sondern Toss. Du bist wohl eine ganz Eingeweihte. Schon. Weiß zumindest, dass sich das Licht von oben nach unten ergisst, Weisheit Gottes über 22 Kanäle breitbandmäßig. Ja, tu bloß so, als ob du auf die Weisheit eine Flatrate hast. Wer hat hier gefragt? Du oder ich? Wäre auf alle Fälle. Sehr schön anzusehen, wenn in 10 fetten Glaskugel Licht funkelt. Und zwischen diesen Glaskugeln dann diese 22... Genau, 22 Kanäle. Durch die göttliche Licht in die Schöpfung fließt. Klingt so nach Bibel und jüdisch zugleich. Hebräische Schrift auf den Kugeln. Bedeutung als geheim. Könnte eine Verschwörung dahinter stecken. Niemand weiß Bescheid, nur du und ich. Psch. Ich glaube, da beobachtet uns jemand. Unter uns. Die Buchstaben sind Zahlen. Kannst du zusammenzählen? So wie B für 2 und H für 8 macht 10. Quersumme 1 plus 0, also 1. Kapiert. Ich denke an Büstenhalter. Schreibe in geheim BH und kommt auf die Zahl 1. Körbchengröße, verstehe. Lenk nicht ab. Große Quizfrage. Wie ist die Geheimzahl für... Flip. Ach so, keine Ahnung. Geht doch bei der Kabbala eher um Bibeltexte. Geheimnistexte, die nicht jeder versteht. Nicht die anderen, nicht du, nicht ich. Madonna versteht sich bestimmt. Hast du ihre Handynummer, dann ruf sie an. Sorry, aber ist geheim. Egal, Kabbala, weißt du, das ist eher was Heiliges. Lichtpunkte für Planeten, Engelschöre, die Namen Gottes,
Metalle, Körperorgane, dies und das, verborgen verknüpft. Auch Planetentöne, wie bei Pythagoras? Natürlich, eine meiner leichtesten Übungen mit der Kabbala. Willst du wissen, wie? Weiß nicht. Von Hülsen zum Stöckchen, alles mit einem verbunden. Da kann man dran durchknallen, wenn man das den ganzen Tag macht. Ich kenne da eine. Nur für Eingeweihte halt. Psst. Ich glaube, da beleuchtet uns jemand. Die Kabbala ist eine jüdische Geheimlehre, die auch die christliche philosophische Spekulation beeinflusste. So zum Beispiel die Alchemisten und Rosenkreuzer. Kabbala ist das hebräische Wort für Überlieferung. Die Kabbala entstand zwischen dem 12. und 13. Jahrhundert und geht auf die Lehre Moses und der Ägypter zurück. In den beiden Hauptbüchern Yetzirah, das heißt Schöpfung, und Zohar, zu Deutsch Glanz, wird eine komplizierte und sehr spekulative Emanationslehre, mit anderen Worten eine Theorie über das Hervorgehen verschiedener Seinsebenen aus dem Göttlichen Ein, beschrieben. Die Kabbalisten griffen vor allem neuplatonische, aber auch persische, christlich-jüdische und mohammedanische Elemente auf. Unser Modell zeigt den Lebensbaum der Kabbala, der das Universum in der schematischen Form eines Baumes darstellt. In dem Lebensbaum sind die 10 Sephirot als Äste untereinander angeordnet. Sephirot ist der Plural von Sephira, dem hebräischen Wort für Ziffer. Und wir können es in Bezug auf das Modell des Lebensbaumes als göttliche Prinzipien verstehen. Die Wurzel des Lebensbaumes wird vom grenzenlosen En-Suf gebildet, der Urgestalt des verborgenen Gottes, die in alle Äste austreibt und diese belebt. Das göttliche Licht ergießt sich über die 10 Sephirot in die Welt hinein. Sie dienen als Verbindung, um die Kluft zwischen dem transzendenten Gott und der sichtbaren Welt spekulativ zu überbrücken. Den Sephirot sind jeweils die Hierarchien der Engel, der Himmelssphären, der Körperorgane des Menschen und der hebräischen Gottesnamen zugeordnet. Die obere Triade aus Keter, der Krone und Chomer, der Weisheit, und Bina, der Einsicht, ist dem Geist zugeordnet. Die mittlere Triade wird aus Chesed, der Gnade, Gvura, der Stärke und Tiferet, der Schönheit, gebildet und korrespondiert mit der Seele. Die untere Triade wird von Nisa, dem Sieg, Hot, der Herrlichkeit und Jesirot, dem Fundament, gestellt und entspricht der körperlichen Welt. Die 10. Sephira namens Malrut bzw. Königreich ist die Zusammenfassung der anderen Sephirot. Zwischen den Lichtkörpern, die in unserem Modell durch Glaskugeln dargestellt sind, liegen die 22 Verbindungskanäle, durch die das Licht fließt und die den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets zugeordnet sind. Da jeder der Buchstaben einen Zahlenwert hat, ergibt sich eine Fülle von spekulativen Verbindungs- und Rechenmöglichkeiten, die man zu verschiedenen Zwecken anwendet. Zum Beispiel wird versucht, so den verborgenen Sinn von Bibeltexten zu ergründen oder aus einem Geburtsdatum durch Quersummenbildung biografische Rückschlüsse zu ziehen. Dies geschieht oftmals mit einem Bezug auf die Astrologie. Die hinter dem Baum angebrachte Tafel zeigt sowohl Zuordnung zu hebräischen Gottesnamen, die in den Kreisen geschrieben stehen, wie auch zu den Engelschören, den Himmels- bzw. Planetensphären und den menschlichen Körperorganen. Die Einzelheiten differieren hierbei nicht nur zwischen den verschiedenen Autoren, sondern auch innerhalb derselben Autorenschaft. Unser Modell geht von den Tabellen Athanasius Kirchers aus. Rund und völlig muss er gewesen sein, der Thomas von Aquin. Es gibt da ein Gemälde, da sitzt er breit und fett in der Mitte, ja, und trägt einen Heiligenschein. Also ich kenne das Bild. Die Augen verklärt zur Seite sound, Gelehrte mit dicken Bärten rechts und links und die schreiben einfach mit. Ja, und zu seinen Füßen
liegt da noch einer. Den hat er wohl Kraft seiner Gedanken zu Fall gebracht. Seine Bücher waren auch fett. Hat unwahrscheinlich viel geschrieben. Summer Theologica beispielsweise oder Summa contra Gentiles. Summa, zu Deutsch Summe. Alles sozusagen. Übersetzt in etwa Gesamtheit der Glaubenslehre. Alles gegen die Ungläubigen. Dabei hat Thomas sehr viel von Aristoteles übernommen. Aber der war doch ein Heide. Sicher, aber auch die Hochachtung vor der natürlichen Vernunft, die Aristoteles hatte, die hat er von Thomas übernommen. Nur, dass bei ihm noch die Weisheit der göttlichen Offenbarung dazukommt. Und das ist kein Widerspruch? Dieser Thomas von Aquin war keiner, der nur ausgrenzt. Kein Kirchendogmatiker. Nein. Ja, weiß nicht. Nach Thomas kann man die Widersprüche auf jeden Fall auflösen. Dazu hat er eine richtige Methode mit Argument und Gegenargument und dass alles von allen Seiten gehört wird, also richtig schulmäßig. Also damals in der Schule war es bei uns anders. Du wurdest total abgebügelt, wenn du eine andere Meinung hattest. Der heilige Thomas von Aquin, der hat sogar vorgeschlagen, dass bei jeder Disputation, bevor man antwortet, erstmal das Argument des Gegners noch einmal mit eigenen Worten wiederholt wird und er muss fragen, ob er so richtig wiedergegeben ist. Aktives Zuhören, also, ist ja nicht verkehrt. Sollte man generell wieder einführen. Albert von Bollstedt wurde von seinen Zeitgenossen als der Große, also Magnus, bezeichnet. Ebenso nannte man ihn aufgrund seiner umfangreichen Bildung Dr. Universalis. Seine großartigen Leistungen erstreckten sich auf verschiedene Gebiete der Wissenschaft. Besonders die übersetzten Werke Aristoteles kommentierte Albertus Magnus und unterschied zwischen natürlicher und theologischer Erkenntnis. Die umlaufenden Tafeln in unserem Modell zeigen die wissenschaftlichen Betätigungsfelder der Botanik, der Medizin, der Mathematik, der Philosophie und der Zoologie des Albertus Magnus. Albertus Magnus' berühmtester Schüler war Thomas von Aquin, der die Lehren von Aristoteles mit dem Christentum in Einklang brachte. So fügte er beispielsweise den vier weltlichen, griechischen Tugenden Weisheit, Tapferkeit, Mäßigung und Gerechtigkeit, die drei christlichen, sittsamen Grundhaltungen Glaube, Hoffnung und Liebe hinzu. Wegen seiner Aristoteles-Rezeption verachtete die Kirche Thomas zunächst und verdammte einige seiner Lehrsätze. Bald darauf aber stieg Thomas zum allgemeinen Lehrer der Christenheit auf und wurde 1323 heilig gesprochen. Seine schriftliche Hinterlassenschaft ist gewaltig, aber auch mündlich wirkte Thomas. So hielt er beispielsweise zwischen 1256 und 1259 regelmäßig zwei große Disputationen pro Woche. Dennoch war Thomas nicht nur der große Vernunftmensch. Seine Summa Theologica ließ er bewusst unvollendet. Das abschließende Zitat lässt etwas von dem Mystiker Thomas erahnen. Alles, was ich geschrieben habe, erscheint nur wie Stroh, verglichen mit dem, was ich geschaut habe und was mir offenbart worden ist. Das sagte er am 6. Dezember 1273 von der Kirche in seine Zelle zurückkehrend und schrieb fortan keine Zeile mehr. In unserem Modell sind die fünf Gottesbeweise des Thomas von Aquin dargestellt, in denen aus der Unmöglichkeit eines unendlichen Gedankenganges jeweils auf die Existenz des göttlichen Wesens geschlossen wird. In seinem ersten Gottesbeweis geht Thomas von Aquin davon aus, dass alles um uns herum selbst zufällig ist. Es existiert, weil es von irgendetwas anderem sein Dasein notwendigerweise erhält. Diese Existenzursache verdankt ihr eigenes Dasein ebenso einer anderen Sache. Nach diesem Schema setzt sich die Reihe fort. Aber das erste dieser Reihe ist Gott. Als Ursache schlechthin verdankt er seine notwendige Existenz sich selbst.
Für seinen zweiten Gottesbeweis nimmt Thomas an, dass alles um uns eine wirkende Ursache hat, von dem es abhängig ist. In unserem Modell sollen die aneinanderhängenden Magneten dies veranschaulichen. Jedoch muss es einmal eine erste wirkende Ursache gegeben haben, nämlich Gott. Seinem dritten Gottesbeweis legt Thomas die Annahme zugrunde, dass jede Bewegung durch eine andere Bewegung verursacht worden ist. Es muss also irgendwann ein erstes Bewegendes gegeben haben, das an sich selbst keine Bewegung erfährt. Dieser selbst unbewegte Beweger ist Gott. Thomas von Aquins vierter Gottesbeweis beginnt mit der Annahme, dass wir eine Vorstellung von etwas Vollkommenen haben und dass alles um uns Abweichung von dieser Vollkommenheit ist. Am Ende dieser Reihe steht mit Gott das Vollkommene wie im Modell die Kugel. Der fünfte Gottesbeweis von Thomas von Aquin ist ein theologischer Beweis aus dem Zweck heraus. Er stützt sich auf die Überlegung, dass alles auf der Welt eine zielstrebige Ordnung ist. Diese Richtung wird von einem ordnenden Prinzip vorgegeben, nämlich von Gott als dem obersten Lenker der ganzen Welt, der die Ziele setzt. Die Erkenntnistheorie von Thomas besagt, dass der Mensch in seinem Denken bis zum Wesen der Dinge vordringen kann. Das Wesen aber ist festgelegt und von Gott gegeben. Thomas glaubte, dass zwei Wege zu Gott führen, der Weg des Glaubens und der Weg der Vernunft. Diese können nicht einander widersprechen, da beide von Gott kommen. Jedoch ist der Glaubensweg der sicherere. Durch Beobachtung der Natur zum Beispiel können wir erkennen, dass es Gott gibt, denn alles muss einmal eine erste Ursache gehabt haben. Viele Auskünfte über Gott finden wir allerdings nur als Offenbarung im Glauben, wie zum Beispiel die Dreifaltigkeit, die Inkarnation und den zeitlichen Anfang der Welt in der Schöpfung. Diese Glaubenswahrheiten sind in unserem Modell rechts zu sehen. Dagegen sehen wir links in unserem Modell Ergebnisse der Vernunfterkenntnis, wie sie auch dem Heiden Aristoteles zugänglich waren, zum Beispiel den hierarchischen, zielgerichteten Stufenbau der Welt. Neben dem physikalischen, pflanzlichen und tierischen Leben steht der Mensch unter der Ordnung der Engel und Gott. Nur bei Gott sind sein Wesen und sein Dasein eins. Gottes Wesen ist der reine Akt des Daseins, an dem seine Geschöpfe nur in verminderter Weise Anteil haben. Der Seinsakt wird in unserem Modell durch den Unterschied zwischen der nur vorgestellten Bewegung eines Geigenbogens und der wirklich vollzogenen Bewegung illustriert. Der passive Sand und die vielen möglichen Formen auf der Metallplatte allein ergeben noch keine Wirklichkeit. Erst der Geigenbogen lässt die Platte erklingen und den darauf gestreuten Sand die Muster bilden, wenn er von oben nach unten geführt wird. Franziskaner. Das ist... Ruhe im Karton, es geht ja nicht um irgendwelche Biersorten. Meinte ich doch gar nicht. Franziskaner, das ist für mich zuerst einmal Lichtmetaphysik. Wie es von innen nach außen geht... Und dann strahlt es von außen wieder zurück. Und in der Mitte dreht es sich. Das sieht schon schön aus. Ja, aber es sieht nicht nur schön aus, es soll auch die Entstehung der Welt erklären. Wie aus einem großen Lichtblitz heraus. Und dann erstmal entfaltet sich der ganze Raum wie so ein Zelt. Das klingt nach moderner Urknalltheorie. Puff! Und das Weltall dehnt sich aus. Ja, und das Echo des Lichts strahlt von außen wieder zurück. Hintergrundstrahlung, Astrophysik. Eigentlich erstaunlich, womit sich die alten Bettelmönche schon damals beschäftigt haben. Außer mit dem Bierbrauen natürlich. Ja, also die Parallelen sind schon erstaunlich. Licht ist eben ein gutes Erklärungsprinzip, schon weil es sich so geometrisch verhält. Lichtstrahl und Zahlenstrahl, das sind beides Geraden. Tja, ohne Licht sieht man nichts. Pappenduster. Kein Licht, keine Erkenntnis. Das Kabel ist raus. Einen kleinen Moment. So. Ja, jetzt sehen wir uns wieder. Da fällt mir Bonaventura ein. Licht als Bild für die Seele und für die Vernunft. Ja, aber auch die niederen Seelenteile, die schon die Tiere haben, die sind auch eine Art Licht.
So wie die Glühwürmchen. Ach Quatsch, so natürlich nicht. Obwohl manche von den Heiligen sollen eine Ausstrahlung gehabt haben, dass man es auch äußerlich sah. So wie ein Heiligenschein. Genau. Früher hat man den Heiligenschein auch so gemalt. Tja, was die moderne Technik alles so zaubern kann. Neben der Universität von Paris mit den Dominikanern Albertus Magnus und Thomas von Aquin bildeten die Gelehrten der englischen Universität von Oxford ein wichtiges Fundament für die Hochscholastik. Die meisten von ihnen waren Mitglieder des Franziskanerordens. Robert Grosseteste kam um 1168 zur Welt und war ab 1235 Bischof von Lincoln und Kanzler der Universität. Besonders charakteristisch ist seine Lichtmetaphysik. Das Licht ist für Grosseteste das Grundwesen alles Naturwirklichen. Es ist selbst der feinste aller Körper und gibt der Körperlichkeit eine Form, indem es die Materie in den dreidimensionalen Raum einführt. Das Licht dehnt sich einerseits kugelförmig aus, wobei es sich gleichzeitig selbst erzeugt und vermehrt. Andererseits wird es auch von der Peripherie der Welt zurückgeworfen. Durch die Ausbreitung des Lichts entstehen die rotierenden Himmelssphären der Planeten. Unser Modell zeigt die Lichtausbreitung, die Kontraktion sowie die Drehbewegung der Sphären. Grosseteste gibt mit seiner Lichtmetaphysik eine physikalische Interpretation der Entstehung der Welt. Die für das Licht typischen optischen Gesetze der Brechung und Reflexion sind ebenso an unserem Modell anschaulich dargestellt. Ein Schüler Grosseteste war der um 1215 geborene Franziskaner Roger Bacon, der nicht mit seinem später lebenden Namensvetter Francis Bacon verwechselt werden darf. Roger Bacon vertrat die Ansicht, dass die Mathematik dem Menschen angeboren und ihre Evidenz die Grundlage aller Erkenntnis sei. Zur Erkenntnis bedürfe es aber ebenso der Erfahrung und vor allem des Experiments. Auch an der Erfahrung des Göttlichen sei das Licht beteiligt, nämlich als Erleuchtung. Roger Bacon beschäftigte sich zusätzlich mit Alchemie, benutzte Vergrößerungsgläser und kannte bereits die Camera Obscura. In seiner Kritik an den damaligen Autoritäten war er so wenig zurückhaltend, dass er die Zeit von 1271 an bis zu seinem Tode in Klosterhaft verbringen musste. Von der Lichtmetaphysik des Robert Grosseteste beeinflusst zeigte sich auch Giovanni Fidanza, genannt Bonaventura, der von 1221 bis 1274 lebte. Bonaventura gilt neben Thomas von Aquin als wichtigster Theologe der Scholastik. Als Vertreter der sogenannten älteren Franziskanerschule versuchte er, neuplatonische und augustinische Gedanken mit jenen von Aristoteles zu vereinbaren. Eine Legende gibt Auskunft über die Entstehung seines Namens. Seine Mutter brachte den kranken Giovanni zu Franz von Assisi, damit dieser das Kind segne. Als der Junge 5 Jahre alt war, führte die Frau ihren Sohn noch einmal zu Franz, um für die Genesung zu danken. Da soll dieser laut ausgerufen haben: Buona Ventura, welch glückliches Ereignis! Von da an wurde der Junge nur noch Bonaventura genannt. Für Bonaventura ist das Licht mehr als nur formgebendes Prinzip der Körperlichkeit. Es ist Ursache für die Entwicklung der pflanzlichen und tierischen Seele sowie der Vernunftseele. Alles Leben und Erkennen weist eine Lichtnatur auf. In Gott sind das Wesen des Lichts und des Leuchtens eins. So zeigt unsere Darstellung in der Mitte die menschliche Seele, die sich aus der von unten kommenden vegetativen und animalischen Seele und der Vernunftseele aus dem von oben kommenden göttlichen Licht bildet. Die menschliche Vernunftseele, die die Leitung der niederen Seelenteile übernimmt, ist wie eine Kugel zwar eins, gleichzeitig aber zeigt sie in ihren vielen Ebenen die einzelnen Vermögen. Von links die des Verstandes, von rechts die des Willens. Zwischen beiden befindet sich als höchstes das freie Wahlvermögen. Die Erkenntnis Gottes erfolgt über die Schöpfung. Bonaventura weist uns an, zunächst der Spur Gottes nachzugehen, die körperlich, zeitlich und außer uns liegt. Anschließend sollen wir in unsere Seele eintreten, die das Bild Gottes ist, unsterblich, geistig und in uns. Schlussendlich müssen wir hinaufsteigen zum ewigen Geistigen über uns.
Was machst du da für eigenartige Übungen? Ich versuche mir vorzustellen, wie das gemeint ist, was die Mystiker sagen. Was sagen sie denn? Gott wäre ein zirkelhafter Ring, der seinen Mittelpunkt überall und seinen Umkreis nirgendwo hat. Das hört sich wahrlich, wahrlich seltsam an. Also, wenn das hier der Punkt ist und das hier die Kreislinie, aber gleichzeitig soll der Mittelpunkt auch woanders sein? Überall? Auch wo meine Kreise sind. Und auch wo meine Mittelpunkte. Wenn wir so weitermachen, kriegen wir blaue Flecken. Oder wir umarmen uns, denn der Mittelpunkt ist überall. Ja, das sagen sie auch, dass das göttliche Licht sich dann überall hin ausbreitet. Und wo entsteht es? Meister Eckhart sagt, das Licht, beziehungsweise sogar Gott selbst, wird auf dem Grund der Seele geboren. Aber nur, wenn man alles andere loslässt. Wo wäre denn das bei dir? Natürlich ganz innen. Hinterm Brustbein? Natürlich nicht, du Quatschkopf. Das Loslassen wäre dann wohl so eine Art Organentnahme von Lungen, Herz und Leber. Das ist doch nicht dein Ernst. Die persönliche innere Gotteserfahrung ist das große Thema jeder Mystik. Die mittelalterliche Mystik erreichte im 14. Jahrhundert ihren Höhepunkt. Ihr bedeutendster Vertreter war Meister Eckhart. Seine Werke enthalten erbauende und eindringliche Predigten sowie die philosophische Spekulation scholastischer Tradition. Er verfasste seine Werke zu einem großen Teil in deutscher Sprache, was ein Novum in jener Zeit darstellte. Meister Eckhart wurde um 1260 im thüringischen Tambach geboren und wirkte in Paris, Straßburg und Köln. Als führendes Mitglied des Dominikanerordens war er aber nicht nur Universitätslehrer, sondern auch Seelsorger und Ordensvikar der Dominikanerinnen. 1326 eröffnete der Erzbischof von Köln gegen ihn ein Inquisitionsverfahren. Ungefähr 2 Jahre später starb Eckhart, wahrscheinlich in päpstlicher Haft in Avignon. Meister Eckharts Lehre vom göttlichen Ein, der Urbildlichkeit der Ideen und dem Aufstieg der Seele zu Gott, war beeinflusst von Augustinus, Aristoteles, Albertus Magnus, Dionysus Areopagita und dem Neuplatonismus. Sie entstand aus der religiösen Erfahrung im Erlebnis der Erleuchtung und der Vereinigung mit dem Göttlichen. Voraussetzung für diese Vereinigung mit Gott ist das vollständige Loslassen des eigenen Willens, ein Vernichten der Individualität des Menschen, sodass Gott sich auf dem Grund der menschlichen Seele selbst gebären und in der Seele gegenwärtig werden kann. Wo der Mensch aus sich herausgeht, geht Gott in ihn ein. Der Mensch findet im Innersten seiner Seele den Grund, mit dem er an Gott teilhat und sich mit ihm vereint. Dieser Seelengrund ist ohne Namen und unsagbar, unaussprechlich wie Gott selbst. Eckhart spricht in einem anderen Bild auch vom ewigen Seelenfünklein, von der Spitze der Seele oder ihrer Burg, in der sich auch die göttliche Selbstgebärung vollzieht. Aus Gott empfängt die Kreatur ihr Sein, wie der Spiegel das Bild empfängt. Das ist die Eckhartsche Lehre, auf der unser Modell beruht. Die Spiegel sind in herzähnlicher Form zueinander gestellt. Wenn der Betrachter sein Auge ganz nah an die Öffnung an der vorderen Spitze bringt, wird unten auf dem Seelengrund das Fünklein der Gotteserkenntnis respektive das Auge sichtbar. Wenn sich die Seele nun öffnet und vom eigenen Willen ablässt, wird sie ganz von Gott erfüllt und mit ihm eins. Sichtbar wird die von innen nach außen gehende Vervielfältigung des Auges, des Seelenfunkens, bis alles erleuchtet und hell ist.
In der Mitte bleibt das Auge im Dreieck stehen als das bekannte Gottessymbol. Gott wird neu geboren als Einheit, Gleichheit und Liebe, beziehungsweise als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Welt wird nach Eckhart immer wieder neu geschaffen. Für Gott gibt es keine Vergangenheit und Zukunft, sondern nur das ewige Jetzt. Diese Gottesgeburt geschieht durch Schenkung und Gnade. Sie macht aus den Menschen Söhne und Töchter Gottes. Einer der wichtigsten Nachfolger Meister Eckharts war der 1300 geborene Johann Tauler. Er schrieb über die Einswerdung: Was Gott von Natur ist, wird die Seele erst durch Gottes Gnaden. In der Vereinigung mit Gott wird sie göttlich. Könnte sich die Seele selbst erblicken, so sehe sie sich selbst als Gott. Dieses mystische Erlebnis ist eine Vorwegnahme der paradiesischen Erkenntnis. Johannes Duns Cortus, ein seltsamer Name. Die Ortschaft, aus der er kommt, die heißt ebenso Duns. Und Scotus heißt auf Latein schottisch, weil das Städtchen in Schottland liegt. Und dieser Johannes brennt schottischen Whisky. Das wäre mir neu, er war Denker. Dachte ich mir schon. Als sparsamer Schotte reichte ihm sicher ein einziger Gedanke, um die ganze Welt zu erklären. Ganz im Gegenteil. Die Welt ist bei ihm gerade keine logische Abhandlung und Ableitung, wo alles kommt, wie es kommen muss. Bei Johannes Duns Scotus ist Gott absolut frei. Verstehe ich das richtig? Dieser Schotte behauptet, Gott hätte die Welt auch ganz anders erschaffen können? Ja, zum Beispiel ganz ohne gängige Atome und so. Und noch mehr, Gott hätte die Welt nicht nur mit anderen Naturgesetzen schaffen können, sondern auch ganz ohne Naturgesetze. Dann macht jedes schottische Whisky-Atom einfach, was es will. Sonderbare Vorstellung. Aber Gott hat es auch nicht andersrum gemacht und alles festgelegt. Der Mensch kann sich beispielsweise frei entscheiden. Nun ja. Scotch wird aus Getreidemalz hergestellt. Die Amis nehmen auch Mais. Bei Bourbon beispielsweise. Aber der Mensch hat natürlich nicht unbegrenzte Möglichkeiten der Wahl. Hm? Da hast du vollkommen recht. Kanadischer Black Velvet ist hier zum Beispiel sehr schwer zu kriegen. Bei Johannes Duns Scotus geht es natürlich um wichtigere Entscheidungen. Hast du vollkommen recht. Ist ein Suntory Whisky zum Beispiel ernst zu nehmen? Die brauen schon seit Jahrzehnten, haben sogar alteingesessene schottische Whisky-Destillen übernommen. Aber ist denen zu trauen? Duns Scotus meint, wichtig wäre, die 10 Gebote einzuhalten. Davon hängt ab, ob wir in den Himmel kommen oder in die Hölle. Och ja, besonders das 3. Gebot. Du sollst den Feiertag heiligen. Auch nicht zu viel Denkarbeit an solch einem Tag. Hingegen ein Gläschen oder zwei. Oh Gott! Heute ist Feiertag. Gut, dass du mich daran erinnerst. Bleib ruhig. Durch zu viel Denkarbeit hast du zwar gegen das 3. Gebot verstoßen, aber dass heute überhaupt Feiertag ist. Das ist nicht meine Entscheidung, sondern die Gottes. Aber du hast recht. Für uns ist es gegeben. Aber Gott, der hätte alles ganz anders machen können. Gott hätte beispielsweise den Whisky bei der Schöpfung vergessen können. Hat er aber nicht. Und so können wir heute ein paar Drinks spendieren. Den schenkst du uns ein? Ich bin so frei. Ding. Der Franziskaner Johannes Duns Scotus wurde 1265 geboren und erhielt seinen Beinamen nach seinem Geburtsort Duns. Er wirkte im Franziskanerorden als Lehrer und als Disputator in Oxford. 1304 ging er nach Paris und 1307 nach Köln, wo er im November 1308 im Alter von 43 Jahren verstarb. Scotus besaß hohe mathematische Bildung und stellte höchste Anforderungen an einen Beweis.
Er meinte, dass die natürliche menschliche Vernunft Gott nicht klar erkennen kann. Die rationale Definition als das höchste Sein, als das Erste und Unendliche sei ein konfuser Begriff. Die Gotteserkenntnis gibt es nur über den Glauben, dessen Inhalt man aber nachfolgend philosophisch analysieren kann. Wie viele seiner Vorgänger beschäftigte sich auch Scotus mit dem Verhältnis von Willensfreiheit und göttlicher Vorbestimmung. Nach Scotus steht Gott außerhalb jeder Zeit. Er sieht Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht getrennt voneinander. So kann Gott die Entscheidungen und das Verhalten der Menschen vorhersehen. Dennoch sind es freie Entscheidungen des Menschen. Gott hat nur diese Entscheidungsfreiheit vorherbestimmt. Der Mensch ist ebenfalls frei, die Gnade Gottes anzunehmen oder nicht. Weder Gewohnheit noch Habitus können den menschlichen Willen zu einer bestimmten Wahl nötigen, wiewohl sie einen Einfluss haben. Auch der Verstand, der dem Willen seine Erkenntnis vor Augen hält, kann nur zu einer Entscheidung anraten, nicht zwingen. Gott selbst besitzt seinen eigenen freien, göttlichen Willen. Die Sechsecke unseres Modells zeigen die verschiedenen Möglichkeiten Gottes, aus denen sein freier Wille auswählt. Gott ist frei, gar keine Welt zu schaffen oder eine ohne jede einschränkende Notwendigkeit, wie sie durch das Sechseck, das alles freilässt, links oben dargestellt wird. Ebenso wäre eine Welt, in der alles festgelegt ist, möglich, wie sie durch das Sechseck unten illustriert wird, das dem Menschen keine Wahl des Lebensweges lässt. Gott könnte weiterhin eine Welt kreieren, in der der Mensch über begrenzte Wahlmöglichkeiten verfügt. Dies wird im Sechseck links unten angedeutet. Außerdem ist Gott frei, sich in Christus oder in etwas anderem zu inkarnieren, wofür die Sechsecke oben stehen. Scotus sagte, Gott hätte auch als Stein auf die Welt kommen können. Ebenso frei ist er in der Erlassung der Gebote, die den Weg zu Himmel und Hölle definieren. Diese Freiheit wird durch die beiden Sechsecke rechts oben veranschaulicht. Obendrein kennt Gott mit seiner Allwissenheit die Entscheidung des Menschen vorher bzw. außerhalb der Zeit, was im Modell rechts unten gezeigt wird. Nach Scotus hat sich Gott für die Welt links unten entschieden, die dem Menschen begrenzte Wahl lässt. Der Mensch kann seinen Weg frei entscheiden. Nach dem Sündenfall kann der Mensch von sich aus aber nur noch den Weg nach unten zur Sünde nehmen, wenn ihm nicht die göttliche Gnade zu Hilfe kommt. Die Gnade muss dem gefallenen Willen aufhelfen, seine Rechtschaffenheit wiederzuerlangen. Der Part des Willens dabei ist es, diese Hilfe gewähren zu lassen und die Gnade anzunehmen. Die Gnade und der Wille bewirken zusammen die Errettung des Menschen. Auch auf anderen Gebieten trieb Scotus die philosophische Entwicklung mit Scharfsinn voran, weshalb seine Zeitgenossen ihn auch Dr. Subtilis nannten. Unser Modell zeigt die vier Begriffspaare der aristotelisch-neuplatonischen Tradition. Das Allgemeine und das Individuelle, die Form und der Stoff, die Wirklichkeit und die Möglichkeit sowie die Aktivität und die Passivität. Als erster durchbrach Scotus dieses aristotelisch-neuplatonische Schema, das einer Geringschätzung des Individuums entspräche. Die Auflösung dieses kontrastierenden Schemas deutet schon die Weiterentwicklung in der Spätscholastik und Neuzeit an, die vielfach auch eine Aufwertung des Individuums vorantreibt. Scotus stellt die Gegensatzpaare ähnlich wie bei einem Koordinatensystem quer zueinander und ermöglicht damit die Entfaltung eines neuen logischen Raums. Diese lässt Kombinationen wie individuelle Form, aktive Materie und so weiter zu, die im Fortgang der Philosophiegeschichte wichtig werden. Lass uns über Dante sprechen, über Dante Alighieri. Das ist, ich weiß nicht, mehr so ein mystischer Schriftsteller mit Tod und Teufel und Hölle. Krasses Mittelalter. Aber auch Himmel und Hölle und Paradies. Nun gut, er nannte sein Werk Göttliche Komödie. Aber waren andere Philosophen nicht auch Schriftsteller?
Dante lebte im 13. Jahrhundert, prägte das Denken seiner Zeit und lange danach. Komödie, göttliche Komödie, klingt so nach Shakespeare. Der lebte 300 Jahre später und schrieb mehr Dramen. Aber irgendwo hast du ja recht. Die göttliche Komödie hat ganz schön gruselige Passagen. Tragikomisch, eine surreale Traumreise durch das Jenseits mit Happy End. Er findet seine große Liebe? Nein, eher weil er der Hölle entronnen ist und auch dem Fegefeuer. So eine Art mittelalterlicher Western vielleicht. Oder Harry Potter-mäßig. Oder Herr der Ringe. Oder albtraumartig wie bei David Lynch-Film. Wenn schon Hollywood. Dann 2001 Odyssee im Weltraum. Stanley Kubrick. Oh ja, am Ende nur dieses irre Licht. Genau, genau. Erst die Hölle und dann ist er aufgestiegen ins himmlische Paradies. Und dann war er wohl traurig, als er aufgewacht ist. Kein Aufwachen, weil kein Traum. Eher eine Vision vom Jenseits. Damals waren doch alle Menschen gläubig. Überall war das Christentum. Die Leute wollten in das ewige Leben glauben. Die Dinge waren unwichtig. Stimmt. Keine Autos, kein Fernseher, keine Handys, kein Internet. Wie hat man damals bloß gelebt? Einfach unvorstellbar. Die ganzen materiellen Dinge waren unwichtig. Keine Einkaufszentren, kein Konsumtempel, nur echte Tempel, Kirchen halt. Kein Kino, sondern Träume und Visionen von Märchenerzählern weitererzählt. Naja, Einkaufszentren hatten die neben ihren Tempeln schon. Aber egal. Sag mal, haben die damals eigentlich schon gekifft? Bestimmt. Dazu Fliegenpilze und Bilsenkraut, das sie ins Bier machten, woher der Name Pilsener kommen soll. Weihrauch beim Gottesdienst, das soll ja auch THC drin sein, also Haschisch. Da fällt mir Im Namen der Rose ein, mit Sean Connery, grandioser Film. Also und dann hat dieser Dante allen seine Vision erzählt, damit die Leute träumen können von der Reise durch die Hölle bis in den Himmel? Ja, so ähnlich kann man das schon sagen. Aber das Schönste, Letzte und Höchste, dafür fand er keine richtigen Worte mehr. Gevatter Gott, höchstpersönlich, die absolute Vision und dazu Nirvana-Gitarrenklänge von Kurt Cobain oder besser noch Metallica, Nothing Else Matters, wenn der Bass einsetzt. Da, 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 da. Okay. Aber mach es bitte nicht lächerlich. Die Leute haben damals wirklich an sowas geglaubt. Und Dante hatte zum Schluss eine Art Blitzerkenntnis. Plötzlich begriff er alles. Absolut alles. Die Vision verschwand und übrig blieb ein dicker Silvesterkater. Mein ganz im Ernst. Mir geht es auch manchmal so im Traum, wenn es alles so schön ist, sich irgendein Problem gelöst hat, alles ganz easy scheint und so und peng, ich wache auf. Weiß noch, dass ich die Lösung eben hatte und alles vergessen. Ich weiß aber genau, dass sie da war und gut und richtig, es bleibt so ein Gefühl übrig, dass wie... Ja, so ähnlich ist das auch am Schluss bei Dantes göttlicher Komödie. Übrig bleibt, nein, das verrate ich dir jetzt nicht. Nur so viel. Ein Bestseller. Seit 700 Jahren. Sag schon, wie geht es denn aus? Sagen wir mal so, es bleibt Folgendes übrig. Die Kraft, die die Sterne, Sonnen und Planeten bewegt. So Matrix-mäßig? Mit so einer fetten Computersoftware dahinter? Vielleicht von CIA und NSA finanziert? Die Liebe! Warte, warte. Ich hab's gleich. Das fünfte Element. Mit Bruce Willis. Cooler Film. Bekam 98 einen Oscar für den besten Tonschnitt. Du musst auch alles ins Lächerliche ziehen. Nein, ganz im Gegenteil. Bleib cool. Hab schon verstanden. Die verschiedenen Bereiche, in die wir heute alles einteilen, die kann man bei Dante gar nicht trennen, da sie damals noch nicht wirklich getrennt waren. Und ich denke, das ist auch gut so. Und ich setzte noch einen drauf. Du wirst das Buch lesen? Beinahe fast. Das Ganze werde, glaube ich, schon ein paar Mal verfilmt.
wenn ich mich recht erinnere, dann sogar von den Japanern als Manga-Zeichentrick. Ich muss sowieso mal wieder in meine Videothek gehen. Danke für den Tipp auch. In einer einwöchigen Traumreise erblickt Dante, zuerst von Vergil und später von Beatrice begleitet, das ganze Drama von Schuld, Reue und Gnade, das nach mittelalterlicher Vorstellung in Hölle, Läuterungsberg und Himmel zu lokalisieren ist. Theologie, Psychologie, Geographie und Astronomie begegnen sich in seiner göttlichen Komödie auf einzigartige Weise, verbunden mit Bildern jüdisch-christlicher und griechischer Mythologie sowie italienischer Historie. Die Hölle wird als ein riesiger unterirdischer Trichter vorgestellt, der von Jerusalem aus gesehen auf der gegenüberliegenden Seite liegt. Sie ist der Ort der Seelen, die ohne Hoffnung ihren Sünden verfallen sind und diese nun zur Qual ewig weiter betreiben müssen. Zum Beispiel treibt jetzt der höllische Sturmwind die Wollüstigen wie einst ihre Leidenschaft. Die Mörder baden in siedendem Blut und die Zornmütigen raufen miteinander im Sumpf Styx. Die Verdammten vollziehen ihre Verdammnis sozusagen selbst, denn der freie Wille, die Fähigkeit zur Reue, ist in ihnen erstorben. Sie sind im Falschen erstarrt, darum ist das Zentralsymbol der Hölle das ewige Eis, in dem Luzifer sitzt, der einst schönste aller Engel. Dort ist ihr sündiges Tun zugleich Strafe. Im Lichte der Ewigkeit gereicht es, dem der Zeitlichkeit und ihrem Selbstbetrüge entrückten Sünder zur Pein. Denn die Sünde ist Entfremdung von Gott und schließt daher mit Naturnotwendigkeit vom Gottschauen, das heißt von der Seligkeit, aus. Dem Limbus, der Vorhölle, entspricht die der zweitobersten Stufe in unserem Höllenmodell. An dieser Stelle reibt sich deutlich Dantes Verehrung der Helden und Weisen des klassischen Altertums mit dem damaligen Dogma, das alle Ungetauften und reulos Verstorbenen in die Hölle band. Der Limbus mit seinem qualmfreien, elysischen Charakter ist gewissermaßen Dantes Kompromiss. Der Läuterungsberg, auch als Fegefeuer bekannt, und auf der gegenüberliegenden Seite der Erdkugel vorgestellt, ist ein Ort der Buße nach dem Tod. Im Gegensatz zur Hölle, aus der es kein Entrinnen gibt, haben im Läuterungsberg die Büßer zeitlich begrenzte Prüfungen zu erdulden, um später geläutert in das himmlische Paradies zu gelangen. Ihre Hoffnung und Einsicht ist der entscheidende Unterschied zu den hoffnungslosen Höllenbewohnern. Die Prüfungen des Läuterungsberges stehen wiederum in einem inhaltlichen Zusammenhang mit den Verfehlungen und richten sich nach dem kirchlichen Schema der sieben Hauptsünden aus. Der Stolz zum Beispiel wird gebüßt, indem die Seelen schwere Steine auf dem Rücken tragen müssen. Ihre stolze, aufrechte Haltung wird dadurch gebeugt. Die Sünde der Trägheit wird gebüßt, indem die Seelen nun im Dauerlauf zu guten Taten eilen, um nur zwei Beispiele zu zeigen. All die Sünden sind letztlich, so sagt Dante, fehlgeleitete Liebe, die entweder in ihrem Gegenstand oder in ihrem Maß irrt. Von Engeln geleitet erreichen die Büßer schließlich die oberste Ebene, das irdische Paradies, und vergessen durch ein Bad im Fluss Lethe alle ihre Verfehlungen. Nun sind sie bereit für den Aufstieg ins himmlische Paradies. Dieses himmlische Paradies ist der Aufenthaltsort der Engel und Seligen. Dante stellt sich die Himmelssphären als konzentrische Kugeln mit der Erde als Mittelpunkt vor. Unser Ausstellungsmodell benutzt wegen der besseren Sichtbarkeit nach oben versetzte Halbkugeln. Die sieben unteren Himmelssphären zeigen uns die Seligen, wie sie in ihrem Leben unter dem Einfluss der verschiedenen Gestirne standen. Über dem Fixsternhimmel wölbt sich dann der Kristallhimmel, das sogenannte Primum Mobile, das schnell rotiert und von dem aus die Engel die Bewegung an die einzelnen anderen Sphären weitergeben. Um alles herum umfasst in ewiger Ruhe das Empyreum als die größte Himmelssphäre sämtliche Engel, Seligen und die göttliche Dreifaltigkeit selbst, mit deren verzückter Schau die Dichtung endet. Du war im Urlaub auf Ballermann, auf Malle, da lallten die alle nur von lullischer Kunst, verstehst?
du das? Na logisch, Ramon Lull, Arzt, Theologe, Astrologe, Troubadour, Erzieher von Prinzen, schrieb über 300 Werke in Arabisch, Latein und Katalan. Katalan, klar. Spricht man in Katalonien, also Barcelona, Umgebung, so wie Mallorca, abgesehen von Ballermann, wo man Deutsch... Leid. Sprich's nur aus. Aber was ist nun lullische Kunst? Wenn alle mit Strohhalmen aufs Eimer die Sangria wegsaufen und sich alles dreht... Das mit den Drehen ist schon mal ganz richtig. Lullus schuf damals, vor gut 700 Jahren, ein System von Scheiben. So konnte man von einem Thema zum anderen springen. So wie beim Surfen, nachts um 2:30 im Internet. Wenn man bei Sangria losgoogelt, auf Adelass kommt, bei Mittelalter landet und von dort auf Websites mit Ü30-Partys kommt. Genau. Du musst dir vorstellen, dass dieser Lullus ein Universalgelehrter war. Ihn störte das ganze Schubkastendenken. Allein schon die Theologen untereinander, dann die Wissenschaftler. Jeder gegen jeden. Keiner weiß vom anderen. Universalgelehrter, so ein Allesdenker in etwa. Ars Magna, die große Kunst. Finde etwas, das darüber steht, über allen Denkrichtungen, was alles verbindet und vernetzt. Internet, sag dich doch! Raimundus Lullus nahm Papierscheiben, schrieb Begriffe drauf in ganz spezieller Anordnung und verschob sie gegeneinander zu immer wieder neuen Kombinationen. Und konnte er die App verkaufen? Oder zumindest als Freeware unter die Leute bringen? Ja, wie denn ohne Internet? Scheibenkunst nannte man das vor 700 Jahren. Etliche Gelehrte waren begeistert. Gibt's heutzutage bestimmt schon als App fürs iPhone. Also, mein Opa, der hatte damals in der Volksschule so einen dicken Bleistift aus Pappe, wo sich darin ein zweiter dreht. Durch einen Schlitz sah man den Zahlen. So lernte er das einmal eins. Naja, also ähnlich war das bei Lullus, nur eben mit Begriffen, Buchstaben und Kürzeln. Eine Art Überlogik, mit der sich dann sozusagen alles verbinden lässt. Lullische Kunst, große Kunst, Ars... Ars Magna, höchste Wissenschaft, noch über Metaphysik und Logik, inspirierte ein halbes Jahrtausend später zur Entwicklung der ersten Rechenmaschine. Also, ein totaler Logiker, diese Lullus. Nix von wegen Ballermann, Sangria und tollen Träumen. Tja, nun, er wollte auch die Religion zusammenbringen. Das ist doch was Gutes eigentlich. In Westeuropas Universitäten etablierte er den Orientalismus. Und im Orient, da bekehrte er dann die Moslems zu Christentum mit Hilfe seiner Pappscheiben? Zugegeben, das ging ganz schön daneben. Kann ich mir vorstellen. Glaube ist halt... Glaubenssache. Das glaubst du auch, ja? Ja, logisch. Versuch doch mal, Gott logisch zu beweisen. Geht nicht, klar. Aber so eine Apps für iPhone, wenn die das könnte, das wäre der absolute Renner. Versuch's doch am besten noch mit Sangria-Kompatibilität. Hä? Ach so, Male Lale Culus. Klar. Raimundus Lullus wurde 1232 geboren und war in seiner Zeit ein origineller Außenseiter. Auf eigenartige Weise verband er Neuplatonismus mit Mystik und eigenständigen Untersuchungen zur Logik und Kombinatorik. Lullus betrachtete Glauben und Wissen als eines, da sie beide aus der Weisheit Gottes fließen. Mit rein logischen Mitteln wollte Lullus die Ungläubigen von der Wahrheit des christlichen Glaubens überzeugen. Dafür entwickelte er ein Modell mit drehbaren Scheiben, auf denen er verschiedene Begriffe so anordnet, dass sie durch ständig neue Kombinationen immer andere Sätze und Fragen bilden. In der teleologischen Kreisfigur treten die Begriffe als sogenannte Grundwürden Gottes mit sich selbst in Beziehung, indem sie als Subjekt oder Prädikat auftreten. Daraus ergeben sich Sätze wie »Die Güte ist groß« oder »Die Größe ist gut«. Die zweite Kreisfigur verwendet die Buchstaben B bis K, die nicht für die Grundwürden, sondern auch wahlweise für andere Begriffe stehen, die in der Tabelle angegeben sind.
9 Relationen, 9 Fragen, 9 Subjekte, 9 Tugenden und ebenso 9 Laster. Der innere Kreis dieser Figur gibt in Dreiecksform Relationen wie größer, kleiner oder gleich an. Die dritte Kreisfigur in der Mitte besteht aus 3 Buchstabenringen, sodass jeweils 3 Buchstaben miteinander kombiniert werden. Dadurch, dass man nun die Freiheit hat, für einen Buchstaben jeweils eine Grundwürde, ein Fragewort, eine Relation oder eine Tugend zu wählen, wächst die Zahl der Kombinationen nahezu ins Unermessliche. Dabei wird deutlich, dass es sich bei Lullis Konstrukt nicht um Logik im Sinne des schließenden Fortschreitens handelt, sondern um eine formalisierte, systematische Aufbereitung des Denkmaterials. Lullis will die Begriffe und Prinzipien darlegen, die die Grundlagen aller Wissenschaften sind. Weiter behauptet er, die Frage nach der Ewigkeit der Welt ließe sich aus seiner Scheibenkunst beantworten. Da alle Grundwürden der ersten theologischen Figur gegenseitig von sich ausgesagt werden könnten, das heißt, alle Güte ist groß, alle Ewigkeit ist gut und so weiter, hieße das, dass eine Welt, die ewig ist, auch gut sein muss. Da dies aber offensichtlich nicht der Fall sei, könne die Welt auch nicht ewig sein. Das Beispiel dieses Beweises zeigt deutlich, dass Lullis auf die Erfahrung, die Empirie, angewiesen bleibt, denn dass die Welt nicht gut ist, nimmt er aus der Erfahrung, nicht aus seiner Scheibenkunst. Übrigens waren seine Scheiben eine Anregung für die Rechenmaschine von Leibniz. Athanasius Kircher hat im 17. Jahrhundert das Schema der Neunergruppen von Lullis übernommen. Er veränderte die Besetzung bzw. deren Reihenfolge und führte sogenannte Hieroglyphen ein. Während Lullis Scheiben die Vielfalt der Kombinationen als zeitlichen Prozess des Drehens der Scheiben darstellen, zeigen uns die Liniengeflechte Kirchers die kombinatorischen Möglichkeiten zwischen 2 Neunergruppen auf einen Blick. Unser Modell ermöglicht es durch die räumliche Darstellung sogar, die Vielfalt der Kombinationen zwischen 5 Gruppen zu zeigen. Allein für die Möglichkeit, dass pro Frage je ein Begriff jeder Neunergruppe benutzt wird, ergeben sich 59.049 Möglichkeiten. Siehst du heute aber strahlend aus. So frisch und jung. Ja. Ich habe mich gerade poliert mit einem richtigen Rasiermesser. Doch nicht etwa mit dem Rasiermesser. Alles Unnütze muss weg. Das ist William. Von? Ockham. Alle unnützen Begriffe, Verallgemeinerungen, sprachlichen Künsteleien und so, die muss man einfach wegschneiden. William von Ockhams Rasiermesser, auch ich bewundere dich ja so. Nur so viel Begriffe wie unbedingt nötig, mehr nicht. Allgemeinbegriffe haben keine eigene Realität. Das sind nur Worthülsen, sparsame Abkürzungen sozusagen, für viele, viele Einzeldinge. Der Hund, dann ist das nur ein Wort, eine Zusammenfassung von ganz, ganz vielen Hunden. Doggen und Boxer und Dackel und Terrier. Auch da ist noch nicht Schluss, denn bei den Doggen, da gibt's zum Beispiel viele Einzelexemplare. Hasso, Bello und Leo beispielsweise. Und real gibt es eigentlich nur diese einzelnen Tiere. Aber wie kann man da noch vernünftige Sätze bilden? Kein Problem, wie bisher. Und wo ist der Unterschied? Dass man weiß, dass Begriffe nicht real sind, sondern nur Namen. Nominalismus halt. Ein Hund an sich kann mich nicht beißen, sondern nur irgend so ein konkretes Vieh. In der Realität habe ich jetzt also keine Hundephobie, sondern nur noch Angst vor Hasso, Bello oder Leo oder wie die alle heißen. Weiß der Geier. Aber Geier ist auch nur ein Allgemeinbegriff. Und wirklich gibt es ja Aasgeier und Bartgeier und Lämmergeier. Und wenn all die Exemplare keine Namen haben, dann müsste man sie eigentlich nummerieren. Also etwa Aasgeier 1. Schluss, halt, aus. Eben dieses ganze Geschnatter will man sich doch einsparen. Aber gerade sagtest du, Allgemeinbegriffe sind nicht real. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Das Wörtchen Mann ist ziemlich allgemein. Aber meine Männlichkeit, die ist speziell. Auch in Hinblick auf Ockhams Rasiermesser? Oh. Der Spätscholastiker Willem von Ockham, der 1280 in der Grafschaft Surrey geboren wurde, erhielt seine Ausbildung in Oxford. Schon früh in den Franziskanerorden eingetreten, verdrängten seine philosophischen Untersuchungen ab 1328 immer mehr sein kirchliches und politisches Engagement. In sogenannten Armutsstreit ergriff er bewusst Partei für die franziskanischen Spiritualen, deren radikales Armutsideal vom Papst verworfen worden war. Ockham erklärte kurzerhand den Papst selbst zum Ketzer. Auch im Streit des Kaisers gegen die Vormachtstellung des Papstes nahm er Partei gegen den Papst, denn Ockham vertrat die strikte Trennung von weltlicher und geistiger Macht. Vom Papst daraufhin nach Avignon zitiert, entzog er sich der drohenden Verurteilung durch die Flucht nach München an den Hof des deutschen Kaisers Ludwig des Bayern. Diesem rief er zu: Verteidige du mich mit dem Schwert, ich will dich mit der Feder verteidigen. Am Hof starb er um 1349-50 höchstwahrscheinlich an der Pest. Ockham betonte die Freiheit und Allmacht Gottes im Omnipotenzprinzip. Nach diesem schafft Gott alle Dinge vollkommen frei und unabhängig von einer Notwendigkeit. Er hätte sie auch ganz anders schaffen können. Die Welt ist eine Welt zufälliger, nicht notwendiger Dinge, die man nur durch Erfahrung, also intuitiv, erkennen kann. Gott erschafft ausschließlich Einzeldinge. Die allgemeinen Dinge sind nach Ockham nur Namen und nicht real. Dieses Ockhamsche Grundprinzip, dass nur Individuen existieren, wird als Nominalismus bezeichnet und in unserem Modell durch die vielen einzelnen Baumpilze verdeutlicht. Alles andere existiert nur in unserem Kopf. In unserem Modell sind Zunderschwämme dargestellt. Die allgemeine Gattung der Zunderschwämme existiert nur in unserer Vorstellung. Das gilt ebenso für die Form eines Halbkegels, die typisch für diese Pilze ist. All dies sind nur Dinge in unserer Vorstellung. Sie können zwar zur Erkenntnis hilfreich sein, aber ihnen entspricht nichts selbstständig Existierendes in der Natur. Die Natur kennt nur Einzeldinge und deren individuelle Bewegung. Jeder einzelne Baum wächst unterschiedlich, verglichen mit den anderen seiner Art. Diese Individualität bewirkt wiederum unterschiedliche Formen der einzelnen Pilze an den Bäumen. Der menschliche Geist abstrahiert aus den verschiedenen Pilzen den Prototyp. Ockham führt auch die verschiedenen einzelnen komplizierten Bewegungen auf idealtypische Bewegungsmuster wie zum Beispiel die Verschiebung und die Drehung und schließlich die Bewegung überhaupt zurück. Das Sparsamkeitsprinzip, nachdem nur so viele Elemente für eine erklärende Theorie wie unbedingt nötig zu verwenden und alle anderen wegzulassen sind, wird Ockhams Rasiermesser genannt. So kürzte Ockham die ausgiebigen begrifflichen Differenzierungen der Scholastik auf das für ihn Wesentliche. Zum Beispiel ließ er von den 10 aristotelischen Kategorien nur 2 übrig, nämlich Substanz und Qualität. Nur diese beziehen sich direkt auf etwas Reales. Die Beschneidung des Begriffsapparates mündete bei Ockham in einer generellen Metaphysikkritik. Die Existenzen Gottes und der Seele sind nicht mehr beweisbar. Die Theologie und die Philosophie treten auseinander und die Theologie ist keine Wissenschaft mehr. Ockham befreit die Logik und die Naturwissenschaft von der theologischen Metaphysik. Spiegelbildlich wird die Theologie vom aristotelischen Rationalismus gelöst, bei dem Gottes Freiheit durch sein Notwendigkeitsdenken eingeschränkt ist. Bei Ockham ist Gott vollkommen frei. So stammt von Ockham der Satz: Gott hätte sich auch als Esel inkarnieren können. Weißt du, wie lange ich kein Boccia mehr gespielt habe? Das ist eine Ewigkeit her. Vorsicht mit dem Begriff Ewigkeit. Das Unendliche spielt uns oft einen Streich. Ich meine ja nur, wir könnten mal wieder ein Spielchen spielen. Klar, gerne. Willst du Metall- oder Kunststoffkugeln nehmen?
Origineller wären natürlich Holzkugeln. Hauptsache, die rollen alle gleich. Ich hätte da ein paar ganz besondere. Seelen aus Holz, baulich orientiert am Kusana. Kusana. Das müssen gute Kugeln sein. Und fehlerhaft, das ist das Besondere. Moment mal. Mit Seele, sagtest du. Und man soll Fehler machen. Orientiert am Kusana. Man soll natürlich keine Fehler machen, aber man macht sie nun mal, weil... Man es einfach will. Tja, knapp daneben. Weil man es einfach nicht drauf hat. Weil man unvollkommen ist. Schlechte Kugeln also, die vom Kusana. Tja, aber Macke mit Methode. Bei jeder fehlt ein beträchtliches Stück, darum rollt die Kugel auch immer woanders hin, als sie eigentlich soll. Hm. Knapp daneben ist eben auch vorbei. So ist das Leben. Nikolaus von Kues meinte, wenn man den Fehler in seiner Seele richtig erkennt und in seinem Wurf mit einbezieht, dann trifft man bei guter Übung zum Schluss sein Ziel. Schon kapiert. Ich würde es mal so ausdrücken. Das Brett vom Kopf zur Waffe machen. Nikolaus hat auch ein Buch geschrieben, Der Laie über seinen Geist. Idioter Demente. Ein Philosoph und ein... Idiot... Verstanden. Ich bin doch nicht blöd. Höflich ausgedrückt, ein Laie. Egal. Hol die Kugeln. Wir werden schon sehen, wer von uns beiden der Depp ist. Und wer trotz oder gerade wegen seiner Macken dem Ziel am nächsten kommt. Nikolaus von Kues, auch als Cusanus bekannt, wurde 1401 geboren. Er gilt als letzter großer Denker der Scholastik, deren wertvollste Ergebnisse von ihm gebündelt wurden. Zugleich eröffnete er die Renaissance und wurde als Pförtner der Neuzeit bezeichnet. Revolutionär war seine Überzeugung von der Unendlichkeit der Welt, was er aus der Unendlichkeit Gottes schlussfolgerte. Im Unendlichen aber fallen die Gegensätze ineinander, wie er anhand mathematischer Beispiele erklärte. Eine krumme Kreislinie und eine gerade Linie bedeuten einen Gegensatz. Im Unendlichen aber stellen wir uns den Kreis unendlich groß vor und so wird die gekrümmte Linie zu einer geraden. Auch besitzt ein regelmäßiges Unendlich-Eck gar keine Ecken mehr, sondern bildet einen Kreis. Der Gegensatz von krumm und eckig fällt in sich zusammen. Auf solche Art und Weise sind auch Allgemeines und Individuelles ineinander enthalten. Die Einheit Gottes wird in der Vielheit der Welt erkannt und Einzigartigkeit vergegenwärtigt sich in Andersheit. Dies entspricht dem typischen Renaissance-Gedanken vom Mikrokosmos und Makrokosmos. Der kusanische Gedanke, dass die Welt der Ausfaltung Gottes in Gegensätze entspricht, bildet die Grundlage unseres Modells. Die Dreiecksform als Symbol Gottes wird durch Auffalten zum komplexen Weltgebilde. Was in Gott zusammenfällt, tritt in der Welt in Gegensätze auseinander. Tod und Leben, Werden und Vergehen, die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde, ebenso auch Licht und Finsternis. Cusanus rückte die Erde aus philosophischen Gründen lange vor Kopernikus aus der Mitte der Welt hinaus. Aus Gottes Unendlichkeit folgerte er die Unendlichkeit der Welt. Eine unendliche Welt aber verfügt über keinen Mittelpunkt. Zur philosophischen Belehrung erfand Cusanus das Globusspiel. Dem Spieler obliegt die Aufgabe, die Kugel so nah wie möglich ans Zentrum des Kreises heranzurollen. Dies erweist sich als schwierig, weil die Kugel eine große Aussparung besitzt und insofern keine ideale Kugel ist. Hier setzt die Deutung des Nikolaus von Kues an. Wie diese Kugel schuf Gott die menschliche Seele zwar nach seinem Bilde, aber ohne Vollkommenheit. Sie weist einen Defekt auf und bewegt sich nicht gerade auf ihr Ziel zu. Der Mensch besitzt die Aufgabe, die, Zitat, Neigungen und natürlichen Krümmungen durch tüchtige Übung gerade zu richten. Trägheit und Unstetheit muss man Cusanus zufolge erkennen und den eigenen Fehler in seinem Lebensentwurf integrieren. Bei geduldiger Übung kann es dann gelingen, die Kugel ins Zentrum zu bringen, das Christus symbolisiert. Damit wird symbolisch der Seele Ruhe gegeben. Der Mensch kann das Wesen der Rundheit, das vom
Mittelpunkt in die konzentrischen Kreise ausströmt, nur in unterscheidender Weise wahrnehmen. Denn, und das bildet eine Grundlehre des Nikolaus, das Eine und Einfache kann man nur im Vielen und Vielfältigen erkennen. So stellen die Kreise vom Chaos über die materiellen, seelischen und geistigen Möglichkeiten bis hin zur Schau Gottes einen Aufstieg des Menschen dar. Parallel dazu sind die neuen traditionellen Engelschöre angeordnet. Die Zahlen dienen der Punktezählung. Das Spiel gewinnt nach Nikolaus Vorschlag derjenige, welcher zuerst die Zahl 34 erreicht, die Zahl der Lebensjahre Christi. Die Bewegung wird nicht nur von der Neigung und Glätte des Untergrundes beeinflusst, sie fällt auch je nach verwendeter Kugel unterschiedlich aus. Genau auf diese Weise sind auch die Wege der Seelen individuell geprägt. Niemand kann die Erfahrung anderer einfach übernehmen. Jeder ist als Individuum frei. Darin sah Cusanus die Einzigartigkeit des Menschen. Zugleich trägt er die Notwendigkeit und Gebundenheit des Tieres in sich und muss mit ihr umgehen, wenn er in das Reich des Lebens gelangen will. Oh. Ist das schön. Und das ist dein Horoskop. Naja, ich bin ja eigentlich Wissenschaftler. Aber nur meinetwegen. Wo ist denn nun mein Sternzeichen? Da, Sonne im Steinbock. Also, ich glaube ja nun nicht so recht an solchen Hokuspokus. Naja, ist doch ganz klar. Steinböcke sind Skeptiker, quasi ungläubig. Das stimmt. Siehst du, und das ist der Beweis, Horoskope irren nie. Moment mal. Ruhe jetzt. Pass auf. Das in der Mitte, das Zentrum, die Erde. Siehst du, und schon deshalb ist es Quatsch. Wir sind ja hier auf der Erde. Jetzt lass dich doch mal drauf ein. Also naja, jetzt, okay. Wir nehmen es mal an, das ist die Erde. Und drumrum, ja, die Sternzeichen, der Himmel quasi und die Planeten. Sieht ja erstmal logisch aus. Das Zeichen dort mit dem Kreis und dem Punkt in der Mitte. Ja, das ist deine Steinbocksonne. Und die kreist mit Mond und anderen Planeten um das Zentrum. Tja, aber... Und das da draußen im Kreis, das ist der Aszendent. Und dann kommen die Erdhäuser. Alles quasi streng wissenschaftlich astronomisch. Also, nun reicht's. Spätestens seit Kopernikus kreist die Erde um die Sonne. Und nicht, wie du hier behauptest, die Sonne um die Erde. Dass du auch immer so skeptisch bist. Nimm doch mal einen kleinen Moment deine Steinbocksonne an die Kette. Also langsam reg ich mich auf. Das ist doch der totale Blödsinn hier. Nach deiner Theorie kreist ja angeblich alles um die Erde. Der Mond ist okay. Ja, dein Mond ist okay. Der hat ein sanftes Trigon zum Jupiter. Pass mal auf, mein angebliches Jupiter-Trigon wird dir gleich was pusten. Und nun hör mal zu. Der Mond hier, der sich um die Erde dreht, das ist das Einzige, was hier astronomisch korrekt ist. Red ruhig weiter. Nur eine kleine Zwischenbemerkung. Ja? Nicht, dass du dich immer gleich so aufregst. Ja, das kommt von deinem Witter-Aszendenten. Der steht nämlich hier im ungünstigen Aspekt zu... Ja, siehst Hörst du mir eigentlich mal zu? Ich bin ganz Ohr. Spätestens seit Kopernikus weiß die Wissenschaft, dass im Zentrum die Sonne steht, um die alle Planeten kreisen. Auch die Erde, das ist Fakt. Und was sagst du nun? Dann stell du dich mit deinem bescheuerten Steinbock doch gefälligst auf die Sonne und nimm deinen proletenhaften Widder-Aszendenten gleich mit. Nun brüll mich doch nie so an. Außerdem bin ich Wissenschaftler.
Ich rede normalerweise gar nicht so lange über so einen Quatsch. Na, wenn du dich auf die Sonne stellen kannst, dann mache ich dir ein heliozentrisches Horoskop. Hast du das verstanden? Ein heliozentrisches. Ja, nur auf die Sonne bezogen. Schon klar. Dieses Horoskop hier ist also... geozentrisch. Genauso wie du selber. Und wenn ich trotzdem nicht dran glaube, dann liegt das an meinem Steinbock. Genau. Aus dieser Zwickmühle lasse ich dich nicht mehr raus. Und das glaube ich dir unbesehen. Nikolaus Kopernikus wurde 1473 geboren. Er prägte die Philosophiegeschichte wie kein zweiter Naturwissenschaftler. Das gesamte mittelalterliche astronomische Weltbild fußte auf der ruhenden Mittelstellung der Erde im Kosmos, wie sie Aristoteles und Ptolemäus gelehrt hatten. Etwa 100 Jahre nachdem Nikolaus von Kues die Erde aus rein philosophischen Gründen aus dem Zentrum gerückt hatte, ersetzte Kopernikus ihre Position aus mathematisch-astronomischen Überlegungen heraus durch die Sonne. Seine Bemühungen, die Planetenbahn neu zu berechnen, führten ihn wieder zu der bereits in der Antike bekannten Auffassung, dass die Sonne in der Mitte des Kosmos steht, während sich die Erde wie die anderen Planeten um die Sonne herum und um sich selbst dreht. Kopernikus' 1543 veröffentlichtes Werk De Revolutionibus Orbium Coelestium über das heliozentrische Weltbild stieß sowohl bei katholischen als auch bei protestantischen Wissenschaftlern zunächst auf vorsichtige Sympathie. Offiziell jedoch verwarfen die Protestanten die Lehre des Kopernikus zuerst einmal. Die katholische Kirche folgte bald, als klar wurde, was mit dieser astronomischen Frage auf dem Spiel stand. Die Einzigartigkeit der Menschheit als Krone der Schöpfung, damit die Exklusivität der Kirche, die Vorstellungen von Jenseits sowie die aristotelische Physik, die himmlische und sublunare Welten trennte. Es dauerte mehr als 100 Jahre, bis sich Kopernikus' Grundidee als Allgemeingut der Wissenschaft etablierte, wenngleich erst nur zögernd als Hypothese. Die meisten Veröffentlichungen des 17. Jahrhunderts stellten deswegen die verschiedenen Systeme parallel dar, wie zum Beispiel die Abbildung aus Athanasius Kirchers Iter Extaticum von 1671 oder das berühmte Buch Harmonica Microcosmica des Andreas Cellarius aus dem Jahre 1660, aus dem die große Tafel entnommen ist. Die scheinbare Himmelskugel, die sich unserem Auge nachts darbietet, ist beim Himmelsglobus von außen zu sehen. Man muss sich also den Betrachter des Himmels im Mittelpunkt des Globus vorstellen. Dadurch erscheinen die Sternbilder alle seitenverkehrt. Ein Ring stellt die scheinbare Bahn der Sonne durch die 12 Sternbilder des Tierkreises dar. Sie wird Ekliptik genannt. Zur Ermittlung ihres Standortes benötigt man einen Kalender mit den entsprechenden Angaben. Die Schräge der Achse richtet sich nach der geografischen Breite des Betrachterortes. Das Modell erlaubt auch die Einstellung auf Äquator- oder Polstandort. Im letzteren Falle steht die Achse senkrecht. Wenn wir den Globus drehen, sinkt die Sonne Mitte Juni nicht mehr unter den Horizont. Im Dezember hingegen bleibt die Sonne stets unter ihm. Dies demonstriert sehr gut den Polartag und die Polarnacht. Beim genauen Hinsehen auf die Sternbilder und dem Vergleich mit den Datumsangaben des Sonnenstandes bemerkt man, dass es eine Verschiebung der siderischen Sternbilder, die fest am Sternenhimmel verankert sind, gegenüber dem tropischen Tierkreis gibt. Jener orientiert sich am Verhältnis zwischen Erde, Sonne und Fixsternhintergrund an der Ekliptik. Der Zodiak, umgangssprachlich Tierkreis, beginnt, wenn die Sonne von der Erde aus gesehen zur Frühjahrstag- und Nachtgleiche den Himmelsäquator überquert. Zu diesem Zeitpunkt, wenn die Tage wieder länger werden als die Nächte, löst das aus der Sichtweise der Astrologen dynamische Zeichen Widder, die eher als phlegmatisch bekannten Fische ab. Exakt zur Sommersonnenwende beginnt dann Ende Juni das
tropische Tierkreiszeichen Krebs. Fortan zieht sich die Sonne wieder zurück, gleich eines scheuen Krebses. Der von heutigen Astronomen verwendete reale Sonnenstand im siderischen Sternbild ist jedoch immer noch Zwillinge. Dieses Phänomen ist seit dem Altertum bekannt, als Sternkundige oftmals zugleich Priester und Deuter waren. Der Schnittpunkt zwischen Ekliptik und Himmelsäquator, der sogenannte Frühlingspunkt, verschiebt sich etwa nach 2000 Jahren um ein Sternbild, sodass er alle 25.000 Jahre eine ganze Umrundung vollzieht. Diesen Zeitraum nennt man platonisches Jahr oder Weltjahr. Dabei bewegt sich der Himmelsnordpol vom Polarstern weg. Die Ursache dafür liegt in der als Präzession bezeichneten Pendelbewegung der Erdachse. Das Rund muss in das Quadrat. Das Runde muss ins Eckige, so heißt es. Ja, ja, ich weiß, der alte Fußballspruch von Jürgen Sparwasser. War das nicht Sepp Herberger? Keine Ahnung, bei mir geht es auch nicht um Fußball, auch wenn Rundes ins Eckige kommt. Warum denn dann? Um eine Theorie von Johannes Kepler. Der hat... Es sieht aus, als hätte er einen Fußball in einen Karton verpackt. Er hat die Kugel in einer Planetensphäre in einen platonischen Körper gepackt. In was für einen Körper? In einen ganz und gar gleichmäßigen, wo alle Ecken und Kanten gleich sind. Davon gibt es nur 5. Tetraeder, Oktaeder, Ikosaeder. Ist schon gut. Das merke ich mir sowieso nicht. Jedenfalls hat er dann um diesen regelmäßigen Körper wieder eine Planetensphäre, also eine Kugel, gezogen. Die ist dann natürlich größer als die erste. Und dann um diese Kugel wieder den nächsten platonischen Körper. Das war ja ein richtiger Verpackungskünstler. Und immer wieder abwechselnd bis zur Saturnsphäre. Lauter ideale kleine göttliche Kugeln. Und in der Mitte? War die Sonne. Sieht ja gar nicht so schlecht aus, deine Planetenverpackungskunst. Der Kepler wollte damit erklären, warum Abstände und Zahl der Planeten so sind, wie sie sind und nicht anders. Das ist ja krass. Es gab nur einen Haken. Die Bahn des Mars spielte nicht richtig mit. Das, was er am Himmel Mars berechnete... Es passte einfach nicht zu seiner schönen Theorie. Und hat er dann die Zahlen einfach gefälscht? Hätte doch sowieso keiner gemerkt. Nee, so einer war er nicht. Er hat schweren Herzens die ganze schöne Theorie verworfen. Nicht nur mit den Körpern das, sondern überhaupt, dass die Planetenbahnen Kreise sind. Das hat er verworfen. Keine idealen Kreise und Kugeln mehr? Ja, so leid es ihm tat, er hat Ellipsen daraus gemacht. Was? Das sind doch die Dinger, die so aussehen wie so ein Ei, oder? Ja, so ungefähr. Was für ein Abstieg. Vom Fußball zum Rugby sozusagen. Ja, ja, es hat auch Kepler wehgetan und er hat angeblich vermutet, dass dieser Abstieg was mit dem Sündenfall Adams zu tun hatte. Der aus dem Paradies? Genau der. Dass der ganze Kosmos auf Rugby-Niveau. Das kann man ja wirklich nur als Sündenfall bezeichnen. Komm... Lass uns rausgehen und spielen. Rugby? Nee, Fußball. Wie im Paradies. Johannes Kepler wurde am 27. Dezember 1571 in Weil geboren. Er wirkte als Berechner und Deuter himmlischer Gestirnsbahnen sowie Theologe, Schriftsteller und Mathematiker. Von 1601 bis 1612 arbeitete Kepler als kaiserlicher Hofastronom und Hofmathematiker bei Kaiser Rudolf II. In Prag, der sich neben seinen Kunstsammlungen und den Naturwissenschaften hauptsächlich dem Sternenglauben widmete. In dieser Zeit arbeitete Kepler nicht nur an einer Erneuerung der Astronomie, sondern auch der Astrologie. 1602 veröffentlichte er in De Fundamentis Astrologiae Certioribus 75 Thesen, die er 1610 in Tertius Interveniens konkretisierte. Untertitel: Warnung an etliche Gegner der Astrologie, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Kepler ergänzte die von ihm herausgebrachten astronomischen Kalender durch astrologische Prognosen, besaß eine Sammlung von an die 1000 selbst gezeichneten Horoskopen, fügte den bis dato überlieferten 5 ptolemäischen Aspekten das Quintil, Biquintil und Quinkungs hinzu. 1628 trat Kepler in den Dienst des Kriegsfürsten Wallenstein, für den er etliche Horoskope erstellte. Am 15. November 1630 verstarb Kepler in Regensburg, wohin er völlig verarmt gereist war
um beim dort tagenden Reichstag längst fällige Schulden einzutreiben, mit denen er den Druck seiner hochmodernen astronomischen Tabellen bezahlen wollte. Er wurde in der naturwissenschaftlichen Fachwelt berühmt durch die Entdeckung von drei universellen Gesetzen der Planetenbewegung um die Sonne. Kepler wandte die irdische Physik auf die Himmelskörper an. Seinen Beobachtungen räumte er den Vorrang gegenüber den traditionellen Lehrmeinungen und der Bibel ein. Allerdings nutzte er als Grundlage vieler seiner wichtigsten Beiträge religiöse Argumente. Kepler selbst bezeichnete seine Feststellung nie als Gesetze. Für ihn drückten sie die Weltharmonie aus, die Gott geschaffen hatte. Kepler schloss aus astronomischen Beobachtungen, dass die Planeten Bam die Form einer Ellipse aufweisen, in deren einem Brennpunkt sich die Sonne befindet. Dies bezeichnet das erste Keplersche Gesetz. Bevor Kepler die Ellipsenform der Planetenbahn entdeckte, ging er wie seine Vorgänger von kreisförmigen Bewegungen der Planeten aus. Unser Modell ist einer Zeichnung aus Keplers Buch Mysterium Cosmographicum nachempfunden. In diesem ordnete er die Kreise in und um die fünf platonischen Körper an, um damit Zahlen und Abstände der Planeten zu erklären. Das zweite Gesetz besagt, dass die Planeten in der gleichen Zeit gleiche Flächen durchqueren. Das dritte Keplersche Gesetz setzt die Umlaufzeiten der Planeten in ein mathematisches Verhältnis zu ihrer mittleren Entfernung von der Sonne. Kepler vertrat die Ansicht, dass eine von der Sonne ausgehende Kraft die Planetenbewegung verursacht. Das heliozentrische Weltbild betrachtete Kepler nicht als hypothetisches Modell zur einfacheren Berechnung der Planetenposition, sondern als physikalische Tatsache. Mit dieser Ansicht stieß er sowohl bei der katholischen Kirche als auch bei seinen protestantischen Vorgesetzten auf erheblichen Widerstand. Und jetzt kommen wir zu Hieronymus Cardanus, ein Gelehrter der Renaissance. Kommt er dir bekannt vor? Doch, natürlich. Sag nichts. Ich weiß schon, also mein Schwager, der repariert so Trecker und Laster. Moment noch, ich komme gleich drauf. Also, der Cardanus war ein bedeutender Philosoph und Wissenschaftler. Techniker, genau, sag ich doch. Jetzt habe ich's. Kardan-Gelenk sitzt zwischen Trecker und Antriebsmaschine. Und gibt's wohl auch beim Laster. Kraftübertragungsdings da zwischen Motor und Antriebswelle. Der Cardanus ist bestimmt so ein super Ingenieur bei Renault. So heißt das nämlich. Und nicht Renaissance. Okay, der Kandidat hat 99 Punkte. Fast richtig. Bis auf Renault. Es heißt wirklich Renaissance. Kennen die Automarke nicht. Was Koreanisches? Die können Namen haben. Ist keine Automarke. Renaissance, das ist eine Zeitepoche zwischen Mittelalter und Neuzeit. 15. und 16. Jahrhundert. Wow! Und damals hatten die schon Laster und Trecker? Wusste ich gar nicht. Cool. Nee. Mein Freund, die gab's damals wirklich noch nicht. Aber das nach ihm benannte Kreuzgelenk, das hat er damals erfunden. Eigentlich schade. Hat das erfunden, doch keiner brauchte es, weil es die Laster und die Trecker noch nicht gab. Wovon hat der Mann dann damals eigentlich gelebt? Wenn er seine Erfindung nicht an die Asiaten oder an Renault verkaufen konnte? Zum letzten Mal. Das heißt nicht Renault, sondern Renaissance. Cardanus konnte damals auch anders sein Geld machen. Er war Arzt, Philosoph, Mathematiker, Astrologe und Handleser. Wilde Mischung also. Einerseits die knallharte Automobiltechnik,
Und andererseits der ganze Hokuspokus. Also diese von dir so benannte Automobiltechniker war ein Universalgelehrter. Als Professor für Medizin an der Universität Bologna hatte er natürlich auch Astrologie auf seinem Lehrplan. Das gehörte damals einfach dazu. Hey, wow! Die Handleserei auch. Naja, man dachte damals halt ganzheitlich. Du meinst so im Sinne von, der Mensch ist eine Maschine, angetrieben vom Räderwerk der Sterne, meinetwegen auch von der Kardanwelle. Und das kann man dann mit dem Horoskop berechnen oder von der Handlinie ablesen. Totaler Humbug. Meinetwegen. Aber damals, in der Renaissance, hatte man sich gerade von Dogma der Kirche befreit. Griff auf die alten griechischen und arabischen Denker zurück. Und dazu gehörte neben Mathematik auch Astronomie. Wegen letzteren brachte ihn die Kirche dann auch ins Gefängnis. Falschen Planeten entdeckt? Nicht ganz. Das Horoskop von Jesus Christus berechnet. Peinlich, peinlich. Ich habe da mal eine Frage. Also, ist das in der Hand hier die Flirtlinie? Oder hat das was mit Karriere zu tun? Hieronymus Cardanus war ein italienischer Mathematiker, Arzt, Astrologe und Philosoph des 16. Jahrhunderts. Er verlieh den kardanischen Formeln zur Lösung kubischer Gleichungen und dem Kardan-Gelenk seinen Namen. Weniger bekannt ist seine wichtige Rolle für die Systematisierung der Chiromantie, der Handlesekunst. Heute auf Jahrmärkten zu Hause galt sie damals in enger Verbindung mit der Astrologie als ein selbstverständlicher Bestandteil ärztlicher Kunst. Die einzelnen Teile der Hand ordnete Cardanus den 7 Planeten des Altertums zu und charakterisierte sie damit psychisch. Als individuell verschiedene Eigenheiten dienen vor allem die Handlinien zur Lebensbedeutung und Lebensvorhersage, und zwar nach ihrem Vorhandensein, ihrer Beschaffung, ihrem Verlauf sowie sich zeigenden Besonderheiten wie Lücken, Gabelung oder Verdopplung. Außerdem zeichnen sich auf der Innenhand viele Buchstaben, Planetensiegel oder andere sich aus Linienüberschneidungen ergebende geometrische Figuren ab, die ebenfalls Indiz für die Lebensdeutung werden können. Dabei kommen tradierte Bedeutungszuweisungen genauso zur Anwendung wie naheliegende Assoziationen allgemeiner Art, zum Beispiel die Verbindung einer unterbrochenen Lebenslinie mit Brüchen in der Biografie. Schließlich spielen natürlich auch Intuition, Fantasie sowie oftmals auch unbewusste Projektion des Handlesers selbst eine Rolle. Machst du dich schön? Soweit es eben geht. Also ich bin zufrieden mit deinem Gesicht. Die Nase müsste etwa so sein. Nicht, dass du dich noch operieren lässt wie Michael Jackson. Das wird teuer und nimmt kein gutes Ende. Wenn du willst, könnte ich dir einen guten Maskenbildner vermitteln. Aber es soll doch für immer sein. Nicht nur für einen Theaterabend. Ach, es bleibt einfach nicht so stehen. Willst du so eine Katalogschönheit werden? Gerade eben nicht. Unverwechselbar will ich sein. Von mir selbst bestimmt als Persönlichkeit. Ah? Alles im Leben kann, ja, muss ich selbst bestimmen. Was ich lerne, wen ich liebe, wie ich lebe, wofür ich mich begeistere. Nur mein Gesicht, an dem mich alle erkennen, das muss ich einfach so hinnehmen. Du willst dein eigener Bildhauer sein? So wie es schon Pico della Mirandola vorschwebte. Pico was? Ein Schönheitschirurg? Vergiss es. Weißt du, als ich als kleine Junge Fratzen machte, sagte meine Oma immer, Junge, hör auf, wenn die Uhr jetzt stehen bleibt, geht das nicht mehr weg. Du hast Fratzen gemacht? Zeig mal.
Und fühlst du dich jetzt als Herr deiner selbst? Aber absolut, hundertprozentig. Die Freiheit des Menschen war das große Thema des 1433 geborenen Pico della Mirandola, der zur platonischen Akademie des Marsilio Ficino in Florenz gehörte. Im Alter von 23 Jahren veröffentlichte er 900 Thesen und lud zur Diskussion darüber ein. Allerdings untersagte die Kirche diese Superdisputation. Mirandola plädierte für eine allgemeinmenschliche Kirche, in der Griechen, Christen und Juden vereint sind. Nach Mirandola hatte Gott am Ende der Schöpfung alle speziellen Eigenschaften schon an die Tiere vergeben und jedes Geschöpf unterlag ganz bestimmten Gesetzen. Anders der Mensch. Die berühmte 1504 in Florenz aufgestellte Skulptur des David von Michelangelo versinnbildlicht in unserem Modell den Menschen in seiner Freiheit, Schönheit und Würde. Er ist frei, das zu verkörpern, was er nach seinem Willen zu verkörpern beschließt. Die Unendlichkeit Gottes entwickelt sich zur Unendlichkeit des Menschen. Hinter der David-Skulptur zeigt die Gibbel-Anordnung die Möglichkeiten des Menschen, die er wählen kann, angefangen bei seiner höchsten Bestimmung als denkendes freies Wesen ganz oben über die Stufen des Fühlens und des vegetativen Lebens bis hin zu dem bloßen Sein. Mirandola betonte die freiheitliche Subjektivität. Er verteidigte den freien Willen gegen die Ansprüche der Astrologie, wenn sie den Stern unbeschränkte Macht zusprach. Nach Mirandola argumentierte Gott gegenüber Adam folgendermaßen: Nicht himmlisch, nicht irdisch, nicht sterblich und auch nicht unsterblich haben wir dich erschaffen. Denn du selbst sollst nach deinem Willen und zu deiner Ehre dein eigener Werkmeister und Bildner sein und dich aus dem Stoffe, der dir zusagt, formen. So steht es dir frei, auf die unterste Stufe der Tierwelt herabzusinken. Doch kannst du dich auch erheben zu den höchsten Sphären der Gottheit. Wir gehen am Wochenende ins Theater. Warum nicht Kino? Ich bin mehr für Kino. Wir haben nur einen freien Tag am Wochenende und an dem gehen wir ins Theater. Immer bestimmst du. Das ist Tyrannei. Früher noch, da war ich deine Königin. Da hast du mich auf Händen getragen. Tja, das schwor ich dir dummerweise vor dem Traualter. Vor unserer Ehe war Anarchie, erinnerst du dich? Jeder hat gemacht, was er wollte. Ja, aber eigentlich wollten wir, als wir uns kennenlernten, alles demokratisch regeln. Ewiges Gerede. Statt abends auszugehen, diskutierten wir ewig und drei Tage, wo wir abends hingehen sollten und bleiben schließlich vor dem Fernseher hängen. Immer noch besser als Tyrannei. Wie wäre es, wenn wir uns wie Aristokraten benehmen, ganz höflich abstimmen, wohin es geht, heute Kino, morgen Theater? Das geht nicht. Vergiss nicht, wir sind zu dritt inzwischen. Stimmt. Du und ich und unsere Kleines. Einen Babysitter haben wir nur einmal an diesem Wochenende. Den bezahle übrigens ich. Und darum willst du jetzt bestimmen wie ein Oligarch? Im Grunde sind wir alle drei doch Egoisten. Du mit deinem Theaterfimmel. Und du mit deinem Kinofimmel. Und das Kleine mit seinem Mama-Papa-Fimmel. Jeder setzt 1000 Tricks ein, um seinen Willen durchzusetzen. Dabei haben wir uns doch alle lieb. Und wollen in unserer Freizeit möglichst alles gemeinsam machen. Aber sicherlich. Oder meinst du, ich gehe als einsame Seele ins Theater, während du im Dunkeln des Kinos mit irgendeiner hübschen Sitznachbarin anbändelst? Können wir da nicht irgendeine Regelung finden? So ein Gesetz? Okay, aber wer ist der Gesetzgeber? Machiavelli meinte, wer Gesetze aufstellt, muss voraussetzen, dass alle Menschen böse sind und zum Guten gezwungen werden müssen.
aber wir haben uns doch alle lieb. Tja. Oh, ich glaube, unser Kleines weint. Kleiner Tyrann! Ich gehe schon hin. Und was nächstes Wochenende betrifft? Ludokratie. Frei nach Machiavelli. Das bedeutet, wir würfeln aus. Niccolò Machiavelli wurde am 3. Mai 1469 als Sohn eines Rechtsgelehrten geboren. Er schlug in der Geschichte der Philosophie ganz neue, selbstbewusste, subjektiv pessimistische Töne an. Für ihn stand fest, dass jemand, der einer Republik Gesetze gibt, Zitat, alle Menschen als böse voraussetzen muss. Machiavelli ging folglich von einem egoistischen, verlogenen und gierigen Menschenbild aus. Er beschrieb nicht mehr den christlichen Gottesstaat des Mittelalters oder den auf Tugend aufbauenden Idealstaat der Antike. Machiavelli betrachtete die Politik unabhängig von der Moral. Im Anschluss an seine juristischen Studien war er als Beamter, Berater und Diplomat für die Florentinische Republik tätig. Italien war zu jener Zeit Schauplatz politischer Machtkämpfe, was die Herausbildung Machiavellis gesellschaftlicher Überzeugung beeinflusste. Die politischen Wechselfälle der Zeit griffen auch drastisch in Machiavellis persönliches Leben ein. Verhaftung, Folter und Verbannung kennzeichneten dieses über mehrere Jahre. Die Verbannung auf das Landgut in St. Andrea bei Florenz nutzte er zum Verfassen unter anderem seiner beiden Hauptwerke Vom Staate und Der Fürst. In diesen berühmten Schriften beschäftigte besonders die Politik den Florentiner Philosophen. Ein Herrscher muss, um bestehen zu können, auch zu unmoralischen Mitteln wie Lüge, Betrug, Mord, Krieg und Intrige bereit sein. Im Interesse der Machterhaltung kann es nützlich sein, das Volk zu täuschen. Auch die Religion soll bewusst zur Festigung der Macht eingesetzt werden. Eine Mischung aus Monarchie, Aristokratie und Demokratie soll im Staat gewährleisten, dass dieser nicht in den sonst üblichen Kreislauf verfällt. Aus der Monarchie wird Tyrannei, abgelöst von der Aristokratie, die zur Oligarchie ausartet. Die darauf errichtete Demokratie verkommt zur Anarchie, welche von einer Monarchie abgelöst wird. Danach beginnt der Zyklus von vorn. Unser Modell zeigt das Wechselspiel der Regierungsform, ähnlich wie es auch schon Aristoteles beschrieb. Die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und Einzelpersonen versuchen, jede mit dem ganzen Gewicht ihres Egoismus, die Macht, die in unserem Modell von der roten Kugel repräsentiert wird, an sich zu ziehen. In diesem mechanischen Kräftespiel gilt es, möglichst viel Gewicht auf die eigene Seite zu ziehen und die gegenüberliegenden Kräfte ganz auszuschalten oder zumindest zu neutralisieren. Wird das ein Mandala? Du störst. Ein Planetensystem. Hat was mit Planeten zu tun. Eine Siedlung für den Mars? Interessant, aber nur Utopie. Campanellas Sonnenstaat. Sagte sicher nichts. Und in der Mitte ein Marktplatz. Banause! Das Heiligtum! Kirche mit Hochaltar bestimmt und allem drum und dran? Im Tempel in der Mitte. Da. Ein Himmelsglobus und ein Erdglobus. Priester bedienen das Astrolabium. Astrolab. Weltraumstation. Dieses Astrolabium, das war im Mittelalter eine drehbare Sternenkarte aus Metall, wunderschön verziert. Zum Ablesen der Gestirnsstände. Eine Art Sonnenuhr? Zum Ablesen der Gestirnsstände, sagte ich doch schon. Planeten, Fixsterne, Sonne, Mond, Finsternisse, Zeiten überhaupt. Ein mittelalterlicher Computer, so als Zeitgeber für einen 8-Stunden-Arbeitstag? Die Priester im Sonnenstaat regelten alles nach den Sternen. Die Untertanen mussten übrigens nur 4 Stunden täglich arbeiten. Und das reichte aus,
utopisch. In unseren kapitalistischen Zeiten reichen manchmal zwei Vollzeitjobs nicht aus, um eine Familie durchzubringen. Tja, Campanellas mittelalterliche Sozialutopie dachte halt sehr produktiv und teilte alles gerecht auf. Kommunismus. In etwa. Jedenfalls gab es kein Privateigentum. Dafür staatliche Erziehung der Kinder, keine Familie, dafür aber... Freie Liebe! Im Gegenteil. Wer mit wem, das legten die Priester streng nach Horoskop fest. Oje, so schlimm war ja nicht mal der real existierende Sozialismus. Mit der Entdeckung der neuen Welt, Amerika, entstanden im Europa der Renaissance bemerkenswerte Utopien, die sowohl die Sehnsucht nach einer besseren Welt als auch Kritik an den Umständen der eigenen Zeit ausdrückten. Der Begriff Utopie, zu Deutsch etwa Nirgendwoland, geht zurück auf den Roman Utopia von Thomas Morus, der in England höchste staatliche Ämter bekleidete und dennoch von Heinrich VIII. Hingerichtet wurde. Seit Utopia begleiten vielfältige Utopien und Dystopien die Philosophie, man denke zum Beispiel an Nova Atlantis von Francis Bacon. Einen weiteren utopischen Entwurf stellt der Sonnenstaat des italienischen Dominikanermönchs Thomas Campanella dar, der sich entschieden gegen Machiavellis Realismus richtete. Giovanni Domenico Campanella trat mit 15 Jahren gegen den Willen seines Vaters in ein Dominikanerkloster ein und nannte sich fortan Thomas. Seine Lehren und Aktivitäten brachten ihn des Öfteren in Konflikt mit der Inquisition. Weder 27 Jahre Haft noch Folter konnten seinen Willen brechen, was er als Argument für die Überlegenheit des freien Willens gegenüber der Astrologie anführte. 1632 floh er nach Frankreich, wo er 1639 starb. Sein 1623 erschienenes Buch Sonnenstaat zeigt eine an Platons Idealstaat angelehnte utopische Vorstellung von Ordnung und Gerechtigkeit. Campanella rückte sehr deutlich das Wohl der Gesamtheit vor das Wohl des Einzelnen. Weiterhin verweist der Name Sonnenstaat darauf, dass es sich um ein Idealgebilde handelt, in dem es kaum Verbrechen gibt und die Religion nicht spezifisch christlich ausgerichtet ist. Die Sonne symbolisiert das Ebenbild Gottes. Die Gemeinschaft steht totalitär über dem Einzelnen. Jedes Privateigentum ist abgeschafft, da es die Quelle der Selbstsucht sei. Es gibt keine Familien, sondern nur Gemeinschaftsunterkünfte. Die Frauen gehören den Männern gemeinschaftlich. Die Kinder werden staatlich erzogen, ausschließlich gesunde Menschen dürfen Nachkommen zeugen. Und dies auch nur, wenn es der Arzt bestimmt und die Sterne günstig stehen. Ebenso spielt die Astrologie eine überaus große Rolle in der Landwirtschaft. Trotzdem setzte Campanella die Willensfreiheit über die Astrologie. Im Sonnenstaat werden alle Arbeiten gleich wertgeschätzt und jeder arbeitet genau 4 Stunden am Tag. Die Sonnenstaat unterteilte Campanella zentralistisch in 7 große Kreise, die er nach den Planeten benannte. Die Rundgänge der Stadt sind mit Lehrbildern bedeckt, sodass die Kinder den Lernstoff täglich vor ihren Augen sehen. Die Macht liegt in den Händen von 4 Personen. Der oberste weltliche sowie geistige Regent fungiert als Priester. Er wird Sol genannt. Im Modell steht er unter der Sonne. Außerdem verfügt er über 3 Mitregenten, welche Macht, Weisheit und Liebe vertreten. Aus 1 macht 10 und 2 lass gehen und 3 mach gleich, so bist du reich. Verliere die 4 aus 5 und 6, so sagt die Hex, mach 7 und 8 und 9 ist 1. Und 10 ist keins. Was sind das für seltsame Formeln? Ach, es geht da so um bestimmte Verbindungen. Solange die aneinander gefesselt sind. Gefesselt? Keine Angst. Ich werde dich schon nicht verhexen.
Und keine Angst, dass du als Hexe auf dem Scheiterhaufen landen würdest, wie vor 100 Jahren, so ein paar hundert Jahren, diese ganzen Leute da damals? Ja, man hätte mich verbrannt, ich weiß. Aber das hat man nicht nur mit Hexern gemacht, sondern auch mit Philosophen, die verbotene Gedanken äußerten und gedruckt veröffentlicht haben. Du meinst wahrscheinlich Giordano Bruno, für den Gott und die Natur ein und dasselbe waren? Die ganze Welt der Körper Gottes. Ja, mit ganz vielen Querverbindungen zwischen Menschen und Tieren, Steinen, Metallen, chemischen Stoffen, den Sternen und. Alles zusammen der göttliche Weltkörper. Göttliche Körper klingt gut, obwohl ich stelle mir darunter eigentlich was anderes vor. Na was denn? Verrate ich nicht. Doch, und deine Zaubersprüche verrätst du wohl auch nicht? Der Theologe Giordano Bruno wurde 1548 in Nola bei Neapel geboren. Bruno war seit seinem 18. Lebensjahr zunächst Mitglied des Dominikanerordens, welchen Papst Gregor 1231 mit der Verfolgung von Ketzern beauftragte. Als die Kirche Bruno selbst wiederholt wegen Ketzerei anklagte, verließ er den Orden. Seitdem führte der Nolaner ein unruhiges Wanderleben quer durch Europa. In Venedig verhaftete man ihn schließlich. Nach 7-jähriger Gefangenschaft weigerte er sich weiterhin, seine Ansichten zu widerrufen, woraufhin ihn die Inquisition im Jahr 1600 öffentlich in Rom verbrennen ließ. Giordano Brunos Hauptthema war die Unendlichkeit des Universums, da ein unendlicher Gott nur Unendliches erschaffen könne. Bruno stellte sich unendlich viele Sonnensysteme vor, zwischen denen es weder eine Mitte noch oben oder unten gäbe. Die anderen Welten könnten genauso bewohnt sein wie die Erde. Seine Theorie des Multiversums war beeinflusst von Kopernikus, Kepler, Nikolaus von Kues und Paracelsus. In seinem Unendlichkeitsgedanken lehnte sich Bruno zwar an sein Vorbild Nikolaus von Kues an, ging aber noch über ihn hinaus. War für Nikolaus die Welt noch die Ausfaltung Gottes? So identifizierte Bruno die Welt mit Gott im Sinne eines Pantheismus. Gott ist die Welt, der göttliche Geist ist die Natur. Laut Bruno belebt und bewegt eine unendliche Weltseele die grenzenlose Welt. Dabei verhält sich diese Welt wie ein großer Organismus, der aus vielen einzelnen Unterorganismen besteht, zum Beispiel aus Sternen, Tieren, Pflanzen, Menschen und Steinen. Die Elemente des Himmels repräsentieren die Elemente des Menschen. Unser Modell zeigt den Makrokosmos mit seinen Sternen und Sternzeichen. Klappt man ihn nach oben, zeichnet sich im Spiegelkegel der Mensch als Mikrokosmos ab, der alle Zeichen des Himmels an sich trägt. Dies beschreibt einen Gedanken, auf dem neben der Medizin und der Astrologie auch die Alchemie basierte. Unser Modell bildet deswegen die 7 Phasen des alchemistischen Prozesses aus einem Traktat des Salomon Trismones namens Splendor Solis, zu Deutsch Glanz der Sonne, ab. In seinem Spätwerk entwickelte Bruno den Gedanken von Monaden als kleinste und einfachste Elemente der Natur, die das ganze Wesen der Dinge enthalten. Unser Modell bildet 3 Figuren aus seinem Buch über die Monas, das heißt über die Einheit, ab. Die Figur oben veranschaulicht die Vierheit, die Figur unten links die Liebe, die Figur unten rechts den Geist. Auch der Mathematik wandte sich Bruno zu, als er dem von Fabrizio Mordente erfundenen Proportionalzirkel, einem auf den Strahlensatz basierenden Vorläufer des Rechenstabes, ein eigenes Traktat widmete. Mit dem Zirkel können verschiedene Distanzen abgegriffen und nach dem Strahlensatz multipliziert oder dividiert werden. Hallo, ich hab gedacht, ich schau mal rein beim Nachbarn. Komm rein, wie geht's denn so? Ach ja, so und so. Ich hab einen riesen Hunger übrigens.
Tja, das scheint ja so eine Art Grundsituation zu sein. Machst du damit eine Anspielung auf meine Figur? Nein, keineswegs. Ich dachte das nur so geistig, denkerisch. Ach, zum Denken bin ich viel zu hungrig. Soll ich dir was kochen? Bis du fertig bist, ist es nichts in meinem Magen schon wieder ganz, ganz arg. Da es ja aber ein Nichts ist, kann es ja auch nicht wehtun. Doch, das tut's aber. Es krampft sich mit aller Gewalt zusammen. Und schwupps ist das Nichts kein Nichts mehr, sondern ein schwer verkrampfter Klump. Machst du dich etwa lustig über mich? Nein, sorry, mir fiel halt nur gerade der Jakob Böhmer ein. Der dachte so den Anfang von allem. Ach, auch ein Hungerkünstler, verstehe. Der Anfang von allem ein Nichts. Und dieses Nichts ist ein Suchen nach etwas, eine Art Hunger nach Sein. Aha. Und dann fasst es sich selbst als einen Willen. Und dann wird es beweglich und die Gefühle entstehen. Und es treibt und quält und reibt sich. Hallo! Und die Reibung entzündet sich und Licht fährt aus dem Feuer auf. Und alles wird erleuchtet und klar. Und ein schöner Ton durchdringt alles und formiert einen Körper. Ich gehe jetzt mal in den Kühlschrank und du machst weiter. Und das alles ist eine schöne Harmonie, jedenfalls zunächst. Oh, hier gibt's Würstchen! Und dann geht es weiter mit den Elementen, die spielen miteinander. Und Gürkchen! Verrückt! Wenn man bedenkt, dass Jakob Böhme sich das alles ausgedacht hat. Und hast du was dagegen, wenn ich mir ein Bierchen aufmale? Dabei war ja eigentlich nur ein einfacher Schuster, aber und voller Geist. Und ein Schnäpschen rein? Schnäpschen? Ja. Voller Geist war er, der Böhme. Aber kein Säufer. Ich muss doch mal gucken, was hier in der Küche vor sich geht. Jakob Böhme wurde 1575 in Görlitz geboren. Im Jahr 1600 veranlasste ein spirituelles Schlüsselerlebnis ihn zum Schreiben. In dieser Schau war ihm die Liebe Gottes gewiss geworden. Diese Gewissheit ließ ihn auch die furchtlose denkerische Zurückverfolgung der Widersprüche von der Natur bis in die Gottheit hinein in Angriff nehmen. Inmitten der sowohl beängstigenden als auch begeisternden Welt sah Böhme den Menschen stehen, der Himmel und Hölle in sich trägt und das Verhältnis beider zueinander frei bestimmen kann. Am Anfang allen Seins stand für Böhme das große Mysterium des göttlichen Ungrundes, das heißt des Unbegründeten, das von unserem Modell im zugeklappten Zustand repräsentiert wird. Böhme schrieb, der Ungrund ist ein ewig Nichts und macht aber einen ewigen Anfang als eine Sucht, also ein Suchen. Denn das Nichts ist eine Sucht nach etwas. Böhme, der vielfach als der erste deutsche Philosoph gilt, meint damit, im Ungrund geschieht die Selbstgebärung der dreifaltigen Gottheit im Spiegel der Weisheit Gottes, der Sophia. Die verborgene ewige Weisheit besitzt kein materielles Sein, sie wird durch das Bild des Auges symbolisiert. Das unbewusste Suchen und Begehren umfasst ein Streben nach Licht und führt in die ewige Weisheit. Damit sind die drei Gestalten der heiligen Dreifaltigkeit vorgestellt. Gott Vater bildet das dunkle, begehrende Feuerprinzip. Aus ihm wird Gott Sohn ewig geboren, der das Prinzip von Licht und Liebe ist. Der Heilige Geist geht von Vater und Sohn aus. Er schafft alle Kreaturen. Nach dem Vorbild der Berufungsvision des Ezechiel gleicht Gott auch sieben ineinandergreifenden Rädern, die für die sieben Geister Gottes stehen. Sie werden auch Gestalten und Qualitäten genannt. Sie finden sich in allen Kreaturen. Keine der Qualitäten erscheint als erste oder als letzte. Denn alle gebären sich gegenseitig in Ewigkeit. Eine der sieben Qualitäten entsteht, wenn sich der Ungrund zusammenzieht und dadurch düster, kalt und herb wird. Als Gegenbewegung zu dieser finsteren Enge kommt es zur Abstoßung, zum sogenannten bitteren Stachel, dessen Bewegung Fühlen und Leben entstehen lässt. Aus dem Wechselspiel von Anziehung und Abstoßung resultiert die rotierende Angstqual. Durch die drehende Reibung entzündet sich das zwiespältige Feuer mit dem sogenannten Schrack, dem Blitz. Aus dem verzehrenden Feuer wird das Liebelicht geboren, das im süßen Wasser strahlend, sanft und freudenreich wird. Aus dem Blitz geht der Ton bzw. der Schall hervor. Alle Naturqualitäten werden von dem Korpus leidlich zusammengehalten.
Noch vor der Erschaffung unserer Welt schuf Gott, Böhmel zufolge, aus diesen Naturqualitäten das Reich der Engel als Bindeglied zwischen der Ewigkeit der Gottheit und der zeitlichen, vergänglichen Welt. Die Engel unterscheiden sich nicht in ihrer Vollkommenheit. Sie erbten den freien Willen Gottes und lebten ewig in göttlicher Harmonie. Aus dieser Harmonie brach Luzifer, der schönste aller Engel, aus. Die sieben Qualitäten in ihm, die vorher in Harmonie zueinander standen, erhoben sich nun gegeneinander im Streit mit katastrophalen Folgen. Der göttliche Zorn entzündete sich im ganzen Bereich Luzifers. Übrig blieb eine halbtote Natur, in der jedes Ding für sich bestand und im Streit mit den anderen lag. Das stellte den Ausgangspunkt der Schöpfung dar, bei der Böhme dem biblischen Sechstageschema treu blieb. Daran anknüpfend entwickelt er das Bild des Ur-Adams. Gott schuf Adam als Ersatz für den gefallenen Luzifer. Der Ur-Adam erschien als ein engelsgleiches, androgynes und zunächst unvergängliches Wesen. Er konnte sich auf geistige Weise fortpflanzen und ernähren. Jedoch war Adam begierig danach, die Frucht der vom Teufel infizierten Erde zu essen. Damit traten in ihm die beiden Geschlechter auseinander. Er verlor die Fähigkeit der Ursprache sowie der magischen Zeugung und fiel in den Schlaf als die Vorform des Todes. Auch die von Gott aus seiner Rippe gestaltete Frau Eva unterlag der Versuchung. Beide aßen die Frucht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Daraufhin wurden sie in die vergängliche Welt verstoßen. Seitdem steht der Mensch nach Böhme sowohl im Prinzip des Lichtes, das heißt des Sohnes, wie im Prinzip des von Luzifer entzündeten Zornfeuer Gottes, des Vaters, sowie im dritten Prinzip, nämlich dem der Welt, das aus beiden gemischt ist. Diese drei Prinzipien findet man nicht nur im Menschen, sondern in allem. Im Herzen der Menschen bekommt der naturphilosophische Prozess seine ethische Dimension. Bewegt der Mensch sich mit Hilfe des Heiligen Geistes ins Licht, dann dient ihm das Feuerprinzip zur Freude. Bewegt er sich ins Zornfeuer, wird ihm dieses zur höllischen Qual. Der Mensch muss für sich immer wieder aufs Neue die Entscheidung treffen zwischen dem Weiterdrehen im Angstrad der Natur oder sich mit Hilfe des Heiligen Geistes ins Licht führen zu lassen. Als Vorbild für diesen lösungsbedürftigen Menschen beschloss Gott, in Christus selbst Mensch zu werden. Im Unterschied zu Luzifer und Adam widersteht dieser allen Versuchungen. Christus vollbrachte das Erlösungswerk am Kreuz. An die Stelle des göttlichen Zornfeuers trat das Licht der Auferstehung. Der Mensch, der in Christi Nachfolge tritt, kann an diesem Prozess teilhaben und dem Satan entrinnen, der ihn gefangen hielt. Nicht nur für die einzelne Seele des Menschen gilt dieser Prozess der Wiederherstellung der ursprünglichen Harmonie, sondern die Gesamtheit der sieben Gestalten vollzieht ihn. Am Ende der Zeit will Gott, Zitat, das Böse von dem Guten scheiden und das Gute wieder in die sanfte und liebliche Wonne setzen, wie es war vor der greulichen Anzündung der Teufel, und will das Grimmige dem König Luzifer zu einer ewigen Behausung geben. Zitat Ende. Der erlöste Mensch wird laut Böhme dem Ur-Adam gleichen. Mit dem himmlischen Jerusalem werde dann das neue Paradies entstehen. Wie in der komplett aufgeklappten Figur unseres Modells die Sonne der Mittelpunkt aller Planeten, Farben und Gestalten ist, so fungiert das Herz des Menschen als Zentrum des ganzen geschilderten Prozesses. Es ist der Ort, in dem aus dem Feuer das Licht geboren wird. Das ist die Sophia Lernwerkstatt für Philosophie und Ethik. Unsere interaktive Ausstellung lädt seit 2003 dazu ein, sich auf die Spuren abendländischer Denker zu begeben. Sophia, die Weisheit, um welche Philosophen sich auf verschiedene Weise bemüht haben, wird in künstlerischen Objekten nahegebracht, die zum Anschauen, Nachdenken, Ausprobieren und Spielen auffordern. Der Pythagoras, Sie kennen den ja alle aus der Mathematik, der sagt, es geht gar nicht darum,
woraus die Welt ist. Das Wesentliche ist nicht, woraus die Welt besteht, sondern wie sie geordnet ist. Das Wesen der Welt ist Zahl und Proportion und nicht Wasser oder Luft oder irgendwie sowas. Und das ist Pythagoras. Und bei ihm ist Zahl und Proportion, aber zugleich auch immer Musik und Ton und Klang. Das Schöne ist, also es gibt immer solche kleinen Geschichtchen, die man erzählen kann. Und hier beim Pythagoras, da gibt es gleich mehrere. Die eine geht also so, dass er eines Tages an einer Schmiede vorbeigeht und dort die Arbeitsgeräusche schon von draußen hört, die verschiedenen Klänge, und dann geht er rein und guckt sich das an und merkt, also die großen, dicken Werkstücke, also die Ambosse und die Hämmer und die großen Werkstücke, die machen tiefe Töne, bong, 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 und die kleineren machen ein bing, bing, und die ganz kleinen machen bing, 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 bing. Und dann sagt er, das muss ja irgendwie ein Prinzip sein. Jeder andere wäre vielleicht nach Hause gegangen und hat gesagt, na, so ist das eben und fertig. Und er wollte das genauer wissen und hat sich also ein Musikinstrument gebaut. Ich habe hier eine alte Kindergitarre verwendet, darum sind hier 6 Saiten dran, die ich in einem Dreiklang gestimmt habe. Aber der Pythagoras hatte ein Monochord, also mit einer Saite und einem verschiebbaren Steg. Aber er macht jetzt, wir können jetzt mit dem Ding genau dasselbe machen, was er auch macht, nämlich die Zusammenhänge zwischen Größe, also auf der einen Seite Mathematik, und Tonhöhe, also Musik, untersuchen. Und er stellt fest, ja, Mathe und Musik ist eigentlich fast dasselbe. Ne? Das ist hier der Ton. No, 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 wir nehmen mal diesen Ton. Und der entspricht der Länge 1. Wenn wir das jetzt hier mal als 1 definieren, diese 70 cm oder was das sind, dann fragt man sich natürlich, was passiert jetzt, wenn ich hier genau die Hälfte nehme? Was ist also der Ton? Der wird ja dann sicherlich so bleiben, wenn ich nur noch von hier bis hier klingen lasse. Was passiert mit dem Ton? Eine Oktave höher. Und wenn ich jetzt hier von wieder die Hälfte nehme, dann haben wir ein Viertel. Und was passiert? Natürlich dasselbe nochmal. Ja, das ist also dann die nächste Oktave. Also 1 und das ist 1/2 und das ist 1/4. Und jetzt gehen wir nochmal die Hälfte. Also selbst die Supersoprane würden Schwierigkeiten haben, hier hochzukommen. Aber kleine Kinder ohne Probleme, vollkommen klar, der Kehlkopf ist kleiner und offensichtlich gilt dieses Gesetz, dass was klein ist, im hohen Ton macht was Größeres im tieferen. Nicht nur für Hämmer und Ambosse und Saiten, sondern auch für unsere Kehlköpfe und Stimmlippen und wahrscheinlich für alles. Das ist ja typisch Philosoph, dass wenn Sie dann was entdeckt haben, dann sagen Sie, ah, dann möglichst gleich alles damit zu erklären. Und bevor wir uns aber in das alles hineinbegeben, noch kurz zu den anderen Intervallen. Wir machen mal 2 zu 3, also 2 zu 3. Da, da. Das ist die Quinte. Und 3 zu 4, das ist die Quarte. Und die große Terz, das ist 4 zu 5. Die kleine ist 5 zu 6. Und jetzt merken wir, aha, 5 zu 6 klingt ganz anders als 4 zu 5. Ne? Da, 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 ist mehr fröhlich. Da, da, ist mehr traurig, gehört zur Molltonleiter. Also, 4/5 ist offensichtlich mehr eine fröhlichere Proportion als 5/6. Wir merken jetzt, die Zahlen kriegen auf einmal Charakter und Qualität bei Pythagoras. Na, da haben wir eben ganz entspannte oder gespannte, traurige oder fröhliche, harmonische, disharmonische, zum Beispiel die Septime. Das ist ziemlich gespannt. Ne? Wenn Sie irgendjemand so eine Septime spielen und damit beschallen, dann wird er irgendwann unzufrieden werden. Ne, es sei denn, es ist so ein ganz moderner Zwölftöner, der braucht das. Aber von Mozart erzählt man sich die Geschichte, als er kleiner Junge war und seinen Vater manchmal ärgern wollte, der war ja ziemlich streng zu ihm als Musiklehrer, dann hat er Folgendes gemacht. Er hat also in der Grundart angefangen, auf dem Klavier zu improvisieren. Und der Alte lag vielleicht schon im Bett und wollte schlafen. Und der kleine Mozart hat also... Und Sie wissen ja ungefähr, wie Mozart klingt. Und aufhören tat er dann mit dieser Septime. Und wartete, was passiert. Und da können Sie sich vorstellen, wenn der Alte da in seinem Bett lag und hatte diese Tonart jetzt drin und dann wird mit der Septime aufgehört und dieser Ton wird nicht aufgelöst, unmöglich einzuschlafen. Da musste aufstehen, sich ans Klavier setzen und das Auflösen zur Oktave. Na, 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 na. Und dann,
Dann könnt ihr wieder einschlafen. Und jetzt, wenn wir uns jetzt das anschauen, was hier steht bei der Septime, 8 zu 15. Stellen Sie sich das mal als Bruch vor. Oben steht die 8 und unten die 15. Das schreit natürlich danach, dass man dort 8 zu 16 draus macht. Dann können wir nämlich kürzen, dann haben wir 1 zu 2 und dann können wir wieder einschlafen. Das stimmt. Nur, also diese Zusammenhänge sind, wie gesagt, seit Pythagoras schon bekannt. Und Leibniz hat es dazu verführt zu sagen, Musik hören sei wie unbewusstes Zählen. Natürlich ist das schwierig, unbewusst zählen, wie soll man sich das vorstellen? Aber irgendwie in die Richtung muss es gehen. Es ist auf alle Fälle kein bewusstes Zählen, wenn wir Musik hören. Viele Leute kennen diese Zusammenhänge überhaupt nicht und merken aber, wenn ein Ton schief ist oder wenn er stimmt. Vielleicht könnte man so sagen, dass die Musik nichts anderes ist als Mathematik, aber von innen angeschaut oder angehört. Oder umgedreht, Musik ist eigentlich nur Mathematik ist Musik, aber eben nur äußerlich betrachtet. Also wir sehen schon, da wird es schwierig mit unseren Bildern. Auf alle Fälle, es hängt irgendwie zusammen. Jetzt gucken wir mal weiter, wie der Pythagoras die ganze Geschichte ausweitet. Er geht jetzt nämlich wirklich in den Kosmos und sagt, da die ganze Welt mit Abständen und mit Größenordnungen zu tun hat, muss, da alles also in solchen Abständen eingeteilt ist, muss eigentlich alles einen Ton haben. Und vor allem natürlich die Planeten, die sich alle schön regelmäßig um die Erde bewegen. Bei ihm ist die Erde also nicht mehr eine Scheibe wie bei Thales, sondern die Erde ist schon eine Kugel. Man sieht hier also die Erdkugel in der Mitte. Und, oh, jetzt kommt die Sonne herein, das Zentralgestirn, genau, weil wir gerade von Planeten sprechen. Die ist natürlich damals noch nicht im Zentrum, sondern also bei den meisten Pythagoreern ist die Erde im Zentrum oder so eine Art Zentralfeuer und Gegenerde. Also das sind unterschiedliche Vorstellungen. Bei Pythagoras selber ist es also so, der Erdenton ist dieser und um die Erde schwingt der Mond in einem geringen Abstand. Das ist dieser Ton, dann kommt der Merkur und die Venus, dann in der Quinte die Sonne, der Mars und der Jupiter und der Saturn. Und dann warten sie vielleicht auf die anderen Planeten. Aber die kannte man damals noch nicht. Ne? Dann kommt nämlich gleich der Fixsternhimmel. Die ganze Welt ist in einer Oktave geordnet. Wir können auch wieder zurück vom Fixsternhimmel zum Saturn, zum Jupiter, zum Mars und zur Sonne und zur Venus, dem Merkur, dem Mond. Und dann sind wir wieder auf unserer geliebten Erde angelangt. Das Wesen der Welt ist eigentlich die Zahl. Mhm. Es gibt dann später noch andere Denker, die haben das dann, also hier haben wir ein bisschen anderes System, weil man die neuen Musen zuordnen wollte. Später in der Renaissancezeit hat man dieses Prinzip übernommen und dann auch noch auf den Menschen ausgedehnt. Also in drei Oktaven ist das die große Welt mit den Elementen und den Planeten und die kleine Welt des Menschen, der Mikrokosmos. Da könnten wir jetzt auch von unten nach oben gehen. Der Mensch mit Geist, Seele und Leib. Die drei Dimensionen sind in drei Oktaven und der Kopf steht natürlich für das Geistige. Die Seele hier mit dem Herz, mit dem Rumpf, wo die Gefühle sind und der Unterleib steht für das, was materiell ist, auch am Menschen. Und der Mensch ist aus Erde, Feuer, Wasser, Luft gemacht. Drum ist also die unterste Oktave aus diesen Elementen, wo es um seinen Körper geht. Der Grundton, die Erde, das Wasser, und zwar unterteilt in Salzwasser und in Süßwasser. Dann die unteren Lüfte, die mittleren Lüfte, die oberen Lüfte und dann das Feuer. Da merken Sie natürlich, ja, die haben ein bisschen getrickst. Ne? Eigentlich vier Elemente, wie sie in der damaligen Physik waren. Man wollte aber die Oktave haben und dann hat man eben die Luft zweimal unterteilt und das Wasser einmal. Es muss ja irgendwie ins System passen. Das ist so, wie das heutige Physiker im Prinzip auch machen. Ne? Dass das nicht mehr die Oktave ist, sondern diese Symmetrien, die da immer gesucht werden. Ne? Also Wissenschaft läuft immer so auf der einen Seite Beobachtungen, auf der anderen Seite ein spekulatives System, in dem man versucht, die Beobachtung einzupassen. Und hier bei denen geht es dann also weiter mit der psychischen Oktave. Und also beim Menschen mit den, sagen wir mal, den Grundcharaktere der Psyche und im Himmel ist das jetzt das Reich der Planeten vom Mond bis zum Saturn.
Sie kennen ja den Gedanken aus der Astrologie, dass also das Innere am Himmel wiedergefunden werden soll. Und da haben wir nämlich mit dem Mond zum Beispiel den Charakter der Wechselhaftigkeit. Also die Charaktereigenschaft im Menschen, ne? Launisch, der Mond ist ja auch ständig wechselnd, ne? Von seiner Gestalt her. Der Merkur, das ist der Charakter des Geschäftsmanns, des Händlers. Ne? Der hat die kleinste Umlaufgeschwindigkeit, also die größte Umlaufgeschwindigkeit. Dreimal im Jahr fast ist er rum und bleibt immer in der Nähe der Sonne. Also er tanzt immer ums Gold. Ne? Das ist der Geschäftsmann. Man kann sich zum Teil richtig gut nachvollziehen, wie diese Zusammenhänge entstanden sind. Dann kommt die Venus, ne? Der schöne Morgen- und Abendstern. Das ist also die Göttin der Liebe und Schönheit. Es sind wieder die Götter, ne? Aber sie sind jetzt eben mehr psychologisch-mathematische Prinzipien, die zugleich am Himmel zu sehen sind. Ne? Es ist nicht mehr so mythologisch. Ne? Es bleibt sozusagen immer nur noch jetzt eine Grundeigenschaft über. Die Sonne, nämlich die Erleuchtung, die Wissenschaft, der Mars, der Krieg, der Kampf, ne? Rot, Eisenoxid von seinem rötlichen Licht her, Jupiter, der größte von allen Planeten, das Thema des Herrschens und des Königtums, und Saturn, und das ist der, der das Sonnensystem abschließt, und darum steht er für den Tod. Ne? Mit der Sichel dargestellt oder mit der Sense, dem griechischen Kronos entsprechend, der also alles wieder zum Tod hinführt. Jetzt könnte man noch die ganzen alchemistischen Zusammenhänge, da, das machen wir aber nicht, darstellen, denn wir müssen noch schnell die geistige Oktave ansprechen. Voluntas, den Willen, Ratio, den Verstand, Intellectus, die Vernunft, Mensch, der Geist insgesamt, Spiritus Sanctus, der Heilige Geist, Verbum, das Wort und Deus Pater, Gott Vater. Aha, jetzt merken wir, jetzt sind wir im Christlichen gelandet. Denn hier, wir sehen auch den hebräischen Gottesnamen, die christliche Philosophie oder sagen wir Teile der christlichen Philosophen haben das Prinzip von dem alten heidnischen Pythagoras übernommen, nämlich dass alles aus Zahlen gemacht ist, aber Gott hat das gemacht und er hat die Welt geschaffen mit mathematischen Mitteln. Manchmal ist es ja auf Darstellung richtig zu sehen, wie er den Zirkel in der Hand führt und die Erde sozusagen konstruiert oder mit Richtscheit und Lineal und so weiter hantiert. Die Welt ist aus Zahlen gemacht, aber Zahlen, wie gesagt, in diesem Sinn von Pythagoras sind immer Töne und Qualitäten und Charaktere. Es ist nicht so die Welt, wie sie, die mathematische Welt, wie wir sie uns vorstellen, wie sie von René Descartes geprägt ist mit seinem Koordinatensystem, sondern hier sind die Zahlen eigentlich noch wie eigene Wesen, die sich unterscheiden und Charakter und Qualität haben. Und damit versucht er wirklich alles zu erklären. Also mich würde einfach mal interessieren, wie kommt man auf die Idee, Philosophie ist ja etwas zum Denken, das jetzt in Farbe, in Gegenstände umzuwandeln, das ist doch sehr schwierig. Gab es da ein Fundamentalerlebnis? So? Na, also Fundamentalerlebnis ist übertrieben, aber ich habe von Cassirer gelesen, die Philosophie der symbolischen Formen. Und der Titel dieses Buches hat mich schon angesprochen. Mein künstlerisches Interesse und mein philosophisches Interesse, beides in diesem Begriff Form, waren zusammengekommen. Ich komme ja eigentlich von der Kunst her, habe Malerei und Grafik studiert. Und dann waren es aber noch andere Punkte, die mich dahin gebracht haben. Für das Museum in Bautzen hatten wir eine Ausstellung mit vielen schönen Grafiken von Bonaventura Genelli zur Göttlichen Komödie von Dante. Die wollten wir da zeigen. Man versteht den Inhalt aber nur, wenn man ein bisschen weiß, was da los ist in diesem dicken Buch. Und da kam ich das erste Mal auf die Idee, ich baue einfach ein Modell, das diese Grundstruktur dieser genialen Dichtung aus dem Mittelalter zeigt. Von der Hölle. Modell kann man das dann erklären und versinnbildlichen. Sozusagen. Genau, das ist eine einfache Illustration gewesen, räumlicher Art. Und dann kamen noch Modelle dazu, die interaktiv sind, wo man also was machen kann, wo man was drehen kann oder einen Spiegel hinstellen oder Musik erklingen lassen kann. Und dann bin ich sozusagen einmal auf die, ja, habe ich einmal Blut geleckt sozusagen und dachte, Mann, das machst du jetzt weiter. Und dann ergab sich, dass der Mike Hosang die Idee hatte, die Oberlausitzer Denker zu popularisieren hier in der Gegend, dass Leute hierher kommen, sich damit beschäftigen. Und da habe ich mich eingeklinkt und habe gesagt, solche Modelle könnte man dazu bauen. Das war Jakob Böhme zum Beispiel. Jetzt,
Wie entwickelt man jetzt an einem Philosophen so eine neue Idee? Setzt man sich da in den Garten und sagt sich, ich habe da was gelesen? Oder braucht man da einen besonderen Faden, dass es dann irgendwie weitergeht? Also, wie funktioniert das? Also lesen muss man natürlich, dass man weiß, von dem Menschen ein bisschen was, möglichst auch Originalliteratur, also Primärliteratur. Da habe ich mich bemüht, bei jedem wirklich Primärliteratur zu lesen, nicht nur über die Denker. Natürlich nicht alles von allen, das ist klar. Und dann wartet man beim Lesen, ob einen eine Idee anspringt oder nicht. Oder man geht durch die Werkstatt und sieht so die verschiedenen Dinge, die dort rumliegen. Oder man geht auf den Flohmarkt. Okay, und dann kriegt man was in der Hand. Und auf einmal ist dort irgendwie eine komische Kugel und dann denkt man, ah, da genau das ist das, was ich hier für den brauchen könnte. Oder da verkaufen die alte Prismen, rechtwinklige, und dann hatte ich irgendwann mal gelesen, da kann man Umkehrbrillen draus bauen. Und das waren die Brillen, die wir vorhin da ausprobiert haben. Genau, das waren diese Brillen. Ah, sehr schön. Und wenn es zündet, dann läuft das dann wie, ja. Manchmal fällt einem auch nichts ein und dann ist es natürlich schwierig. Dann wird es meistens nur eine mehr oder weniger bessere Illustration, dass der man Philosoph halt... Der Philosoph in der Lehre sozusagen, man hat ihn noch nicht... Oder Sie haben ihn dann noch nicht gegriffen, sozusagen. Es gibt auch Modelle, die, weil Sie jetzt gerade sagten, leere Räume, das Klangei und das Spiegelhaus, das sind ja Räume, die eigentlich leer sind. Die Räume habe ich eigentlich gebaut, bevor ich wusste, welchem philosophischen Hintergrund ich das zuordne. Die habe ich der verschiedenen Effekte wegen gebaut und dann ist mir im Nachhinein erst aufgefallen, aha, das passt doch genau zu diesem oder jenem, zu Bonaventura oder zu Martin Buber. Und also eine Wahrnehmung, irgendetwas, wie funktioniert was, und dann gibt es dazu auch eine Beschreibung irgendwo in der Philosophie, dann auch mal so rumgespielt. Ja. Also meistens lese ich erst und mache dann, aber manchmal, manche Sachen habe ich, zum Beispiel diese Pilze von William von Ockham, die habe ich immer im Urlaub gesammelt, einfach weil die so schön waren, diese Baumpilze und diese verschiedenen Formen haben, obwohl sie alle ein Typ sind. Und als ich dann beim Lesen, ich bin dann chronologisch vorgegangen, so im Mittelalter, angelangt war, da fiel mir diese Sammlung wieder ein. Tja, die baust du hier daneben, weil Ockham hat gesagt, es gibt nur Einzeldinge, nur einzelne Pilze. Und da hatte ich die schon. Also das schön. Geht ganz unterschiedlich. Da hatte das dann wunderbar zusammengepasst. Ja. Wunderbar. Mich interessiert mehr eine praktische Frage. Und zwar, ich bin voller Bewunderung, wie filigran die Modelle gefertigt sind. Wie lange haben Sie denn daran gebaut? Nun, das sind also insgesamt, also im Laufe von etwa 10 Jahren, von 1998, 99, das sind die ersten Modelle entstanden, bis so 2007. Natürlich hatte ich nicht ständig Zeit. Es gab auch Zeiten, wo ich arbeitslos war, da konnte ich viel Energie reinstecken. Als ich dann aber im Museum Bautzen angefangen habe zu arbeiten, dann hatte ich immer nur noch einen Tag pro Woche Zeit, dann wurde es weniger. Aber naja, man muss natürlich viel, viel Zeit reinstecken. Ich kann aber nicht sagen, wie lange so ein Modell dauert. Das ist ganz unterschiedlich. Wenn jetzt Schüler kommen, die gehen ja mit den Dingen nicht unbedingt so vorsichtig um. Tut ihnen das nicht ein bisschen weh, wenn man da so probiert? Da kenne ich ein gutes Mittel. Wenn ich entdecke, irgendwas ist kaputt gegangen, dann wird es sofort repariert. Und dann ist der Ärger nur für 1 oder 2 Stunden. Aber es passiert erstaunlich wenig, muss ich sagen. Das hätte ich früher nicht gedacht. Dass die Leute sich doch, also nicht nur die Schüler, auch die Erwachsenen, es ist bis jetzt auch nie so eine Umkehrbrille geklaut worden. Da dachte ich, na, die sind in 3 Wochen sind die weg. Keiner will durchs Leben stolpern. Es geht immer mal ein bisschen was kaputt, aber das geht erstaunlich gut. Herr Schollmeier, mich würde wirklich mal interessieren, was Sie an der Philosophie im Allgemeinen so anspricht, so interessiert, wieso Sie dafür so brennen, obwohl Sie was anderes gelernt haben. Naja, also ich kann eigentlich gar nicht verstehen, wie das jemand anders nicht so geht, muss ich sagen. Weil in der Philosophie, es geht um die Wahrheit, es geht um das Gute und beides irgendwie zusammen. Und wenn man das ehrlich macht, dann entsteht eigentlich auch so eine Art innere Schönheit daraus. Also dann haben wir das Wahre, das Gute und das Schöne, also die klassischen Begriffe, die irgendwie für Wert stehen. Und das kommt mir auch in meiner Person entgegen, weil ich habe auch so eine naturwissenschaftliche Seite, eine spirituelle Seite, und ich komme von der Kunst her, und das ist
die ideale Art und Weise, das zusammenzubringen, ist Philosophie und eben Modellbau für philosophische Meinungen und Hypothesen, die die einzelnen Leute in der Geschichte da aufgestellt haben. Also ich merke schon, es ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Es ist wirklich so ein inneres menschliches Streben nach bestimmten Vervollkommnungen und Orientierungen. Ja, also ich mache das ja eigentlich für mich, dass ich das, was in mir ist, an den verschiedenen Seiten und Strebungen und Interessen in eine Form bringe, damit sie integriert werden. Also der ganze naturwissenschaftliche Ansatz, ich hätte beispielsweise fast Physik studiert, okay, ne, und Mathematik. Die religiöse Seite kommt mit dazu. Das muss man hier erstmal verbinden. Ja. Und dann die Kunst, die wieder noch von anderen Arten von Irrationalitäten geprägt ist. Das ist in mir erstmal so drin. Warum, das weiß ich nicht. Ich bin halt irgendwie so aufgewachsen, dass das jetzt so ist. Und ich denke, das sind ja alles Seiten, die in vielen Leuten drin sind. Und Philosophie ist eine Möglichkeit, das zu integrieren. Man muss das sicherlich nicht machen. Man kann auch ohne Philosophie leben, aber bestimmt nicht so gut. Und sterben kann man bestimmt auch nicht so gut ohne. Also das hat, glaube ich, Sokrates gesagt. Ja. Gibt es ein Philosophiemodell, was Sie besonders stolz gemacht haben, woran Sie besonders gerne gearbeitet haben? Wo ich besonders stolz drauf bin, das ist vielleicht der Wittgenstein. Okay. Der dort hinten steht, weil ich da eine logische Schaltung reingebaut habe. Mit kleinen Kügelchen. Ja, ich bin ja eigentlich kein Maschinenbauer und so, habe ich ja nicht studiert. Aber da bin ich wirklich stolz drauf, dass das dann zum Schluss auch geklappt hat. Was mich so besonders fasziniert an Philosophen, das ist zum Beispiel der Jakob Böhme oder Henri Bergson. Also, na, da gibt es viele. Ich habe ein paar Lieblinge, aber es ist eigentlich keiner, wo ich sagen würde, ach, den nehme ich nur, weil er eben in der Philosophiegeschichte so wichtig ist. Ich denke, das macht auch die Besonderheit Ihrer Modelle dann aus, dass Sie da wirklich so viel an Engagement hineinstecken. Und das Witzige ist, wenn man, also ich wäre ja öfters gefragt, welche Philosophie würden Sie denn für sich als die wahre sehen, ja, dass ich das gar nicht mehr sagen kann. Weil dadurch, dass ich diese Modelle gebaut habe und die im Raum hier so friedlich nebeneinander stehen, sind die jetzt auch in meinem Kopf alle irgendwie nebeneinander. Und ich kann kaum sagen, dass es einen gibt, der mir überhaupt nichts zu verkünden hätte. Also ich weiß zum Schluss eigentlich noch weniger, als ich vorher wusste. Aber das weiß ich dann irgendwie besser. Schwer zu sagen. Und jedes Modell hat seine eigenen Punkte, die es besonders beleuchtet. Kann ich das so verstehen? Ja, ich kann natürlich nicht zu einem Philosophen, nehmen wir mal Platon oder Aristoteles, die sich zu 1000 verschiedenen Fragen geäußert haben, da kann ich immer nur 2, 3 Punkte rausnehmen, die ins Modell umgesetzt werden. Und der Rest bleibt dann halt in der Schrift noch, ja, und im Text. Und es gibt ein paar von den alten Griechen, da weiß man sowieso nur ganz wenig, was die gesagt haben. Die sind nur in wenigen Zitaten überliefert. Da ist das Modell dann halbwegs vollständig. Aber umso näher man an die neuere Zeit rankommt, umso ausschnitthafter werden die Modelle natürlich. Da muss man sich halt damit abfinden, dass man immer nur einen Aspekt beleuchten kann. Ja, gibt es noch bestimmte Projekte, die Ihnen vorschweben, die Sie gerne noch verwirklichen möchten? Ja, also ein Projekt hat mit einer Lücke zu tun, die sich im 19. Jahrhundert hier aufgetan hat, nämlich Hermann Lotze. Mhm. Zu dem habe ich eine besondere Beziehung, weil der in Bautzen geboren ist, ja, und zwar 1817. Und ich arbeite im Museum in Bautzen und da wird es also dort eine Jubiläumsausstellung geben. Und der wird also nicht nur ein Modell kriegen, wie man hier so sieht, jeder Philosoph ein oder maximal zwei Modelle, sondern der kriegt richtig viel, so 20, 25 Stück. Und da bin ich jetzt die letzten 2 Jahre dran, diese Modelle zu bauen, die Texte zu schreiben. Und da habe ich auch noch zu tun. Und dann 2017 ist da eine große Ausstellung. Und wenn ich das geschafft habe, dann
Dann machst du erstmal eine Pause, würde meine Frau sagen, aber das mache ich vielleicht auch. Aber dann habe ich hier noch im 20. Jahrhundert weiter zu tun. Also mit Wittgenstein hört ja die Geschichte der Philosophie nicht auf. Da muss noch etliches dazukommen. Also so Gott will und ich lebe, will ich das 20. Jahrhundert dann hier noch fertig kriegen. Und dann mache ich was ganz anderes. Herr Schollmeier, diese Ausstellung, es ist ja nicht nur Ihr Privatvergnügen, sondern Sie machen es auch für das Vergnügen anderer. Das heißt, Sie halten Vorträge hier, Sie machen Führungen, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Vielleicht erzählen Sie doch etwas darüber und wie die Zukunftsperspektiven sind, ob diese Ausstellungen vielleicht auch mal woanders gezeigt werden, was Sie da für Ideen, was Sie da für Pläne haben. Ja, also soweit ich die Zeit dafür aufbringen kann, mache ich gerne weiter hier Führungen für Erwachsenengruppen, wie gerade vorhin, für Schülergruppen, für Freundeskreise, also ganz unterschiedlich. Und das sind auch richtig Philosophielehrer oder Ethiklehrer? Das waren jetzt Ethiklehrer, also Ethik und Philosophie. Meistens wird ja an den Schulen mehr oder weniger Ethik gelehrt. Philosophie ist nur in ganz wenigen Schulen eigenes Lehrfach. Sie arbeiten auch mit Jugendlichen übrigens? Ja, im Museum in Bautzen mache ich Museumspädagogik. Dort. Und in diesem Zusammenhang machen Sie auch hier Führungen, auch die letzten Jahre schon. Und man kann sich da anmelden? Ja, man meldet sich an, dann muss man halt einen Termin vereinbaren, wo ich kann. Und manchmal, wenn so große Gruppen kommen, brauche ich auch noch jemand Zweites, der hier mit assistiert. Da gibt es einen gewissen Absprachebedarf und dann machen wir die ganze Geschichte. Und wie wollen Sie dann das vielleicht auch mal woanders zeigen, außerhalb von Pomeritz? Also es was gibt für Ideen natürlich Ideen. Ein Teil der Objekte habe ich schon immer mal ausgeliehen an andere Museen, aber das war noch nicht im großen Umfang. Das könnte man noch vergrößern. Wären Sie dazu bereit? Ja. Natürlich nicht die ganze Ausstellung, das ist klar, das ist auch schwer möglich, wer hat solche großen Räume, aber mal ein Teil, was weiß ich, die alten Griechen zum Beispiel, dann gehen die mal dorthin in einem anderen Museum. Ja, aber dann würde das Modell ja nur dann so alleine stehen und wenn Sie nicht da sind, kann man nichts mit anfangen oder das haben ist, Sie da auch Medien? Ja, also wir sind dabei, Filme zu machen, die das Ganze zeigen, auch das wäre ja auch eine Möglichkeit, wenn jetzt niemand zur Verfügung steht, der eine Führung macht, dass man sich über diese Filme orientiert, was das Modell aussagt, wie man es bedient. Ich bin natürlich auch immer daran interessiert, dass noch andere Mitstreiter dazukommen, die mich ersetzen können. Gibt es auch was Gedrucktes? Also, nur kurz beschreiben, ist da auch etwas in Vorbereitung oder so, vielleicht ein Katalog? Wir haben eine Broschüre, in dem die Texte, die hier auch an den Modellen dranhängen, vereinigt sind. Und die kann man also dann hier auch mitnehmen zur Nachbereitung. Aber man braucht natürlich das Original, das ist und das sind wichtig. Sie. Nein, ich meine jetzt das Original, das Originalobjekt. Wenn man es abgebildet sieht irgendwo auf einer Fläche, auf einer papiernen Fläche, dann kann man es nicht anfassen, da kann man nicht dran ziehen, da bewegt sich nichts, da kann man nichts erklingen lassen. Es ist schon sehr günstig, weil man am Originalobjekt selber hantieren kann. Und aber wenn Sie gerade keine Zeit haben, kann man da sowas mit Kopfhörern, dass man da einem jemand was vorsagt? Da sind wir dran, gerade die Texte zu schreiben. Das ist allerdings noch nicht umgesetzt, da muss man noch ein bisschen warten. Aber so eine Art Audioguide, wenn nicht für alle Objekte, so doch für wesentliche, die ist in Arbeit. Und das ist also in Vorbereitung, dass das also Teile, Objekte halt auch woanders mal gezeigt werden. Und ja, und auch für hier in Pomeritz ist es ja möglich, es kommt jemand und es ist niemand da, der eine Führung machen kann und dann steht das zur Verfügung. Sehr schön. Ich suche natürlich auch immer noch Leute, die sagen, oh, ich würde dort gerne in dieser Ausstellung eine Führung machen, ich würde mich da gerne einarbeiten. Mhm. Das wäre mir natürlich auch lieb, wenn mich da jemand auch als reale Person ersetzen könnte. Bekommt dann auch Ihr Kostüm, oder? Wo ist das Kostüm eigentlich? Wie ist denn das Kostüm entstanden? Das sieht so ein bisschen wie so ein König aus. König. Woher kommt das? Ja, also Thomas Münzer ist schon besser. Also auf alle Fälle aus der Renaissancezeit. Und dieses Gewand, was Sie hier sehen, das Barett, den Ohrenklappen, das ist also typisch für die Gelehrten aus dieser Zeit. Und außerdem gehört der Mantel dazu und Strumpfhosen, Wams und so weiter. Und so sind alle Gelehrten rumgelaufen damals. Also Thomas Münzer, Luther, Melanchthon, alle diese Leute. Jeder wusste, das ist einer,
der hat irgendwie studiert, sei es Philosophie, sei es Astronomie, Theologie. Haben Sie Philosophie und Astronomie studiert? Nein, also ich habe studiert nur Malerei und Grafik. Ich komme also von der Kunst und dann habe ich mich natürlich aber intensiv im Selbststudium mit Philosophie beschäftigt. Das ist im Prinzip, ist das hier mein Philosophiestudium, was ich mir gegönnt habe. Denn letztlich mache ich das vom Ansatzpunkt erstmal für mich selbst, um es zu begreifen. Und wenn es andere gut finden und ja, die benutzen Leute können, die waren begeistert, also von den Vorträgen. Ja, dann freut mich das natürlich auch.